Ja, dann lass doch mal mit dem Briefing starten, ne? Oh, Maurice haben wir kalt erwischt jetzt. Ist Maurice überhaupt da? Scheiße, er ist krank, oder? Krank? Hup. So, welcome zu diesem Montagsbriefing in alter Besetzung. Wie lange ist es jetzt her, dass wir beide ein Briefing haben? Monate bestimmt. Ich glaube, seitdem du programmierst, oder? Ich weiß, ich kann es nicht mehr sagen. So mehr oder weniger wahrscheinlich. Oder war es vielleicht sogar davor schon? Weil ich habe mit Leon schon ab und zu... Ich weiß nicht mal, woher dieses Gronkh kommt. So lange haben wir uns nicht gesehen, auf jeden Fall. Gronkh hat uns mal geraidet. Und das war vor 3 Wochen oder so. Hm. Dann habe ich so gesagt, Gronkh? Also das ist der Echte. Ich habe mich gewundert, dass er echt uns geraidet. Der kennt uns. Ja, das habe ich schon mal mitbekommen. Vorher aber schon mal. Ja, ja. Da meintest du das irgendwie mitbekommen, dass Gronkh über Bond war, was Gutes gesagt hat. Der hat mich Bastard genannt. Nein, nein, der hat gesagt, Matteo von Bonjour ist richtig cool. Nee, so. Der hat gesagt, die bei Bonjour, die sind doch alle hübsch. Und dann so, ja, und dann, ach, Matteo, ja, der ist ein hübscher Bastard. Das hat er gesagt, so war der Wortlaut. Ein hübscher Bastard? Ja, so hat er das gesagt. Aber der Gronkh meint es ja, ich glaube, der meint es freundlich. Gronkh? So, ja. Ja, was ist denn letzte Woche passiert? Ja, lass mal gucken. Haben wir Sound? Ich habe auf den Boxen gerade Sound gehört. Wer eat? Was? Wait, okay, wait, sagt er. Wait, eat. Sind wir schuld oder nicht? Nee, Maurice muss sowas umstellen, glaube ich. Wie geht's denn überhaupt? Ey, gut, heute, gut, für einen Montag. Normalerweise ist mein Montag der schlimmste Tag der Woche. Mhm. Ich habe echt. Aber warum gehst du nicht mal früher ins Bett, mein Junge? Ey, fixt lachender Smiley musste improvisieren. Ah, okay, Maurice musste improvisieren. Ja, das nehme ich mir immer vor. Dann so, wenn ich vom Stream nach Hause komme, noch 2 Stunden PC oder so, dann mache ich den PC aus, Handy aus, leg mich ins Bett und denk nur dran, wie lange ich jetzt noch schlafen kann, rechnen und so. Kennst du das? Ja, aber das kenne ich nur, wenn ich irgendwie genau 8 Stunden zum Schlafen habe oder genau 7 Stunden oder ja, so. Ja, aber ich habe ja mehr. Und dann denke ich mal, ja, du hast so, ja irgendwie 14 oder ja, ja, so. Genau. Und dann denke ich so, geil, 12 oder 14 oder 13 Stunden schlafen, geil, geil, geil. Dann denke ich, liege ich da so, fange ich an so nachzudenken, denke mir coole Sachen. Dann immer noch so, ah fuck, für nächste Woche muss ich noch was klären. Handy wieder raus, muss ich wieder irgendjemandem schreiben. So. Und dann, weißt du, es gibt nicht so ein komplettes Abschalten. Und dann kommt der Punkt, ah fuck, jetzt sind es genau 8 Stunden. Wenn ich genau jetzt einschlafe, ist perfekt. Und dann, ah, noch 7 Stunden, ja, ist schon ein bisschen schlecht. Und das geht so weiter immer bis. Aber heute waren es 6, alles cool. Für einen. Wie oft hast du in letzter Zeit, bist du schlafen gegangen, wenn ich den Stream angemacht habe? Ist das überhaupt vorgekommen? Ich habe es einmal, glaube ich, gesehen. Einmal, okay. Und dann, das ist für mich das Signal, fuck, ist jetzt wirklich zu spät. Also ich muss jetzt wirklich schlafen. Tut mir leid, Schweißtropfen. Kein Problem. Das sind Schweißtropfen. Das sieht aber als Emote anders aus, Maurice. Ja, aber wir haben letztens erfahren, dass es Schweißtropfen sind. Das war doch so ein. Das haben wir irgendwann erfahren. Das habe ich nicht mitbekommen. Das Memo ging an mir vorbei. Das haben wir irgendwo haben wir das besprochen. Ja. Und wie ist dein Leben jetzt als Programmierer? Du hast ein komplett anderes Leben jetzt, ist oder? Voll geil. Also ich bin halt so voll raus aus dem Streaming, sozusagen, aus dem Entertainment. Ja, also so aus dem Entertainment-Streaming. Ja, ja. So. Ich streame jetzt halt den Progress. Das ist einfach nur angenehm. Krass. Ja. Geil. Ja. Warum ist auch nach wie vor einfach der perfekte Zeitpunkt. Ich habe natürlich so ein bisschen, natürlich, also wir haben ja Zeit, ne, aber ich habe trotzdem ein bisschen Druck auch, weil ich will halt, dass es was wird. Ne? Ja, aber bis 2073 ist ja noch ein bisschen. Genau, genau. Deswegen haben wir auch ein bisschen uns ein größeres Zeitfenster genommen. Aber es ist, also mir macht es richtig Spaß. Und jetzt habe ich auch einen guten Rhythmus gefunden, um zu streamen. Und es fühlt sich, und nicht diesen Druck zu haben, dass die Leute was erwarten. So, die Leute haben jetzt gecheckt, okay, der zieht das jetzt durch. Ja, und der streamt nur zu einer Zeit, wo es keinen interessiert, den das nicht interessiert. Ja, so, weil vorher, als ich im Januar angefangen habe mit Dev, da habe ich auch noch zu anderen Zeiten gestreamt. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt so, oh nein, ey, die Leute, die erwarten jetzt irgendwie, dass ich was Tolles mache oder so. Und dadurch kann ich jetzt viel entspannter auch streamen. Mhm. Und jetzt ist es so, seit ein paar Wochen, dass ich eigentlich fast jeden Tag streame, einfach den Progress, ja, wo ich sowieso dran arbeite. Also ich mache auch zu Hause noch ein bisschen was,
Aber es wird gerade immer weniger. Also ich mache den Hauptfokus mache ich mittlerweile im Stream. Ist vielleicht sogar ganz geil, wenn du zum Arbeiten hier hinkommst und dann zu Hause genau, ist und genau, nicht genau. Dein... Ja. Weil das war ja früher, war das ja immer das Problem auch, dass wir in dieser Wohnung alles gearbeitet haben. Du kannst nie Kopf ausmachen. Und ich hatte kein Zuhause. Und jetzt habe ich eine Zeit lang zu Hause gearbeitet. Mhm. Und das war cool, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, so nach ein paar Monaten, schon irgendwie gerne einen Ort, wo ich hingehe und da mache ich das total, dann. Total, so, ne? Weil ich glaube, wenn du zu Hause sitzt so, und du sitzt auf der Couch und du hast diesen Gedanken, ich könnte jetzt noch mal ganz kurz daran arbeiten oder daran programmieren, dann kannst du nie ausmachen den Kopf und dann bist du immer so, wie als wenn du Dauerbereitschaft hättest. So, du bist immer so, könntest. Ja, aber das ist ein bisschen anders, wenn du halt sowas machst wie Programmieren oder halt wirklich die ganze Zeit versuchst, sowas zu produzieren, was jetzt kreativ ist oder wo du dran sitzt und das halt tüfteln musst. Weil es ist halt irgendwann so, du kannst nichts mehr machen. So, das ist halt das Gute ne, an so einer Arbeit. Du bist halt irgendwann, ist dein Gehirn so RIP, du kannst einfach nichts mehr machen. Du weißt, wenn ich jetzt noch was machen will, dann wird es eh nicht funktionieren. Ja. So, ne? Und das ist eher so, also das ist so ein bisschen das Gute dran. Ist ja beim Streaming anders. Also zumindest, wenn du halt so einfach nur Gameplays streamst. Ja. Du hast das Gefühl, wenn du kaputt bist, ein Gameplay-Stream könnte ich noch immer machen. So. Und das funktioniert dann auch so noch. Ne? Aber wenn du halt wirklich sagst, okay, ich will jetzt irgendwie was bauen und muss dafür irgendwie die ganze Zeit konzentriert sein zu 100%, dann hast du halt irgendwann so dieses Limit, wo du halt gegen eine Wand läufst und merkst, da geht nichts mehr, so ist vorbei. Mhm. Das ist halt ganz gut, aber trotzdem habe ich dieses Gefühl halt so von zu Hause, ne, ist halt irgendwie so über auf Dauer nervt das halt einfach ein bisschen. Klar, auf jeden Fall. Also würde ich, ich muss auch sagen, also ich würde zu Hause, zum Beispiel hatten wir mal eine Zeit lang überlegt, ob ich zu Hause streame wegen Corona und so. War für mich eigentlich immer so, nee, will ich gar nicht. Ja, dann lieber nicht streamen wahrscheinlich. Dann lieber nicht streamen oder eine Lösung finden, dass immer nur einer im Studio ist oder was weiß ich was. Mhm. Ja, so, lass mal jetzt aber weiter gucken, was letzte Woche passiert ist. Was denn letzte Woche passiert? Lernen. Erkennt die Herausforderungen. Oh mein, dieser tote Blick. Jeder, der mal eine Ausbildung gemacht hat, kennt diesen toten, gelangweilten Blick von ich bin heute zu früh aufgestanden, ich bin müde, ich will nach Hause, ich will hier einfach weg. Das ist die langweiligste Scheiße, die ich mir jemals geben musste. Ich kann nicht glauben, dass in meinem Leben das jetzt gerade Sache, ich will hier weg. Verpisst euch, lasst mich alle in Ruhe. Ich will jetzt Drogen nehmen, ich will Drogen! Gib mir Drogen! Oder in der Schule. So, in der Schule. In der Schule. Ist unter die Furries gegangen. Ja. Alter. What? Soundeffekt oder hast du die Mundharmonika im Mund? Ich hab Mundharmonika im Mund. Boah. Der perfekte Bogen! Boah, das hab ich gesehen, das geht. Das sieht irgendwie geil aus. Ja. Es ist halt so einfach besser als Dado zu sein, ne? Hinter uns, Matteo! Mann! Ah, oder was? Der ist close! Ja, 3 zu 1. Oh, sorry. Alles gut. Ja, alles gut. Ist er noch Damage? Was? What? Hä? Was? Was war das denn? Scan! Ja, das hier ist nur einfach die Mafia. Ja, Mafia. Camorra. La Mafia, die sind. Ist ein Netzwerk von... Gronkh? Ja. Ein Netzwerk von Gronkh? Stereotyp Italiener oder was? Ja. Oh, fuck. Aus. Ja, Leute, das ist deine klassische Trainingsroutine vor so einem wichtigen Spielabend wie heute. Aber nur Aim üben, also ich habe da keine andere Routine. Hast du eine? Oh Gott. Nee, ich. Wer steht da vorne an diesem Durchbruch einfach, so mit dem Rücken zum Durchbruch? Warum schießt du? Was machst du? Entschuldigung, ich hab ins Spiel reingetappt und dann mach ich aus.
Klassiker. Peinlich. Aber ich habe wirklich auf meine den Slow Walk gebindet auf meine linke Maustaste. Das heißt, wenn ich schieße, kann ich nicht sprinten. Das heißt, du bist automatisch accurate. Nein, das ist low. Okay, du glaubst es nicht. Wenn das stimmt, dann gehe ich jetzt aus dem Spiel. Hier, Walk, Left Shift und das andere Left Button. Barso, wenn sie dabei ist, ist eigentlich immer so viel besser als ich. Auch auf Topfrager und sowas. Ja. Problem ist, glaube ich, wenn ich mit Barso spiele, bin ich zu aufgeregt. In jedem Kleidungsstück steckt ein Mikrochip. Ja, weil wisst ihr, wie viel Kittel ich aus Versehen mit nach Hause genommen habe? Ich hoffe, bei dir ist alles soweit fit. Denkst du bitte noch dran, dass du noch Cola im Kühlschrank hast? Wollt ihr mich verarschen? Ich habe mich vorhin gewogen. Ich wiege 96,4 Kilogramm. Kannst du mir bitte nie wieder erzählen, dass Cola im Kühlschrank ist? Schwerer als ich gerade. Ja. Hallo Matteo, ich bin's. Immer noch Flo. Also im Bonjour-Studio meine ich. Da ist noch Cola im Kühlschrank. Mm. Liebe Grüße. Matteo, es ist noch Cola im Kühlschrank. Oh mein Gott. Und ich hatte am nächsten Tag so richtig krasse Rückenschmerzen, weil ich die ganze Zeit so... Aua! Ja, schöner Zusammenschnitt. War viel Fortnite drin, ne? Krass. Ich glaube, wir werden langsam Fortnite-Channel, oder? Ja, aber so viel Leon jetzt kein Fortnite gestreamt. Ich glaube, ein oder zwei Mal. Aber Fortnite ist immer clip-worthy, so wie es aussieht. Ja, nice. Schöner Zusammenschnitt. Versuch ein bisschen, die Kids abzuholen jetzt. Ja, meinst du? Meinst du, es wird noch was? Ich glaube nicht mehr. Hast du mal jetzt eigentlich eine Runde Valorant mit Barso gewonnen? Immer noch nicht, oder? Haben wir mal eine Runde mit Barso? Nee, wir haben wieder alles verloren, oder? Ich glaube, wir haben wieder alles verloren. Jedes einzelne Match die Woche, oder? Weißt du es nicht? Kann nicht sein. Doch, doch. Wir. Wer denn sonst? Kann doch nicht sein. Ah, nee, eine haben wir gewonnen. Ja, die waren, stimmt, wir haben die gebrochen, ja, stimmt. Oder mit Barso nur verloren, weiß gerade nicht. Ey, was ist das denn hier? Ist das Bonjour-Game? Zeig mal. So, ja, das ist Bonjour-Game, oder? So, da haben wir Maurice, der hat erklärt, was hat er da erklärt? Ein Proton, positiv. Positive Teilchen stoßen sich ab. Das hat er da erklärt. Bist du eigentlich gut in lineare Algebra? Ich war mal so gut, dass ich in der Klausur eine 1,0 geschrieben habe im Studium. Hast du schon bei unserem Mathe-Problem zugeguckt? Ich bin so raus aus Mathe, dass ich nichts mehr weiß. Ich habe erklärt, ob Tetraneutronen möglich sind. Antwort nein, lachender Smiley. Nein, die sind nicht möglich, ja. Nee, ich habe, also wirklich bei mir ist Mathe, dieses Organ ist komplett verkümmert bei mir. Also richtig krass. Ja, same. Ich versuche das gerade so ein bisschen wieder anzugehen, aber es ist echt hart, ey. Ja, macht auch nicht so Spaß, finde ich. Nee, ich mache das gerade ein bisschen fertig, ey. Aber du hast ja Maurice. Ja, das stimmt. Ja, Maurice macht das scheinbar Spaß. Er liebt die Mathe. Macht dir das Spaß, Maurice, so ein bisschen mit uns Funktionen zu bauen? Oder machst du das nur, weil du musst, weil du gezwungen wirst? Mir macht das Spaß. Oh, das ist so geil. Wenn man jemanden hat, der macht Mathe Spaß. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Ja, so, dann wurde hier weiter... Seequarks. Ah ja. Ich habe was über schwarze Löcher gesehen. Ja. Die gibt es wahrscheinlich schon länger, aber die Theorie habe ich zum ersten Mal gehört. Mhm. Und ich finde die irgendwie geil. Ja. Und zwar, dass wir in einem schwarzen Loch leben. Dass wir in einem schwarzen Loch leben und dass es keinen Urknall gab, sondern... Das ist also der Urknall bedeutet ja, dass sich alles auf einen ganz, ganz kleinen Punkt zusammengezogen hat. Aber die Theorie ist, dass sich das quasi das schwarze Loch, also Urknalltheorie ist nicht, das, was du gerade beschrieben hast, ist, glaube ich, Big Crunch. Also, dass sich alles zusammenzieht zu so einem kleinen Punkt und dann nochmal explodiert, ist ja dieses Big Crunch. Ja, aber das ist aus einem ganz kleinen Punkt entstanden. Genau, das ist Urknalltheorie. Genau. Und bei schwarzen Loch-Theorie ist es so, dass sich das... dass es auch alles sehr weit zusammengezogen ist, ja. Aber nicht komplett auf in einen Punkt. Ja. Und dass sich dann... Das kombiniert als Big Bounce-Theorie, dass das immer hin und her bounce-CT. Genau. Bounce-Theorie. Das habe ich zum ersten Mal gesehen. Mhm. Die Vorstellung finde ich cool, dass wir
dass wir quasi einfach nur in einem schwarzen Loch... Finde ich auch interessant, aber wir werden halt... Also das Problem ist halt, das nachzuweisen, weißt du? Weil wir können nicht in ein schwarzes Loch reingucken. Und das heißt, man kann auch nicht raus. Ja, aber die Urknalltheorie kannst du auch nicht zu 100% nachweisen. Nee, auch nicht. Aber es wäre schon interessant auf jeden Fall. Vor allem, das würde vielleicht implizieren, dass alle schwarzen Löcher im Zentrum von allen Galaxien nochmal kleine Galaxien beinhalten oder mehrere Galaxien beinhalten. Dass so alles miteinander verbunden ist quasi. Ja. Aber das können wir nie herausfinden, weil selbst wenn wir zu einem schwarzen Loch hinkommen, wir könnten nie da durch oder nie Informationen bekommen. Rein kannst du. Ja, aber wir kriegen keine Informationen von dem, was wir reinschicken. Das ist einfach unmöglich. Du kriegst nichts mehr raus, genau. Ja. Das ist halt das Blöde. Ja. Aber im Prinzip, vielleicht ist es sowas, so ein bisschen wie so philosophisch gesehen, eine Neugeburt. Du fällst ins schwarze Loch rein irgendwann, also weil alles da reinfällt, also wir nicht mehr, weil wir sterben. Aber und dann da drin gibt es so eine Neugeburt, weißt du? Weil du bist ja dann im neuen Universum und da bist du zum ersten Mal, weißt du? Und dann kommst du dann da rein und dann bist du... Aber du fällst immer nur tiefer in dein Limbo, sozusagen. Ja, aber du bist ja nicht da, du sind ja nur deine Moleküle. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Matteo meint Universen oder nicht Galaxien. Nee, im Zentrum von den meisten oder von fast allen Galaxien vermutet man ein schwarzes Loch. Aber guck mal, wir sind ja alle Sternstaub, ne? Ja. Und das heißt... Also stell dir mal vor, wir sind quasi, wir werden von schwarzem Loch zu schwarzem Loch irgendwann geschickt und der ganze Sternstaub ist miteinander verwoben und du warst mal ich und ich war mal du quasi. Ich war mal ein Stern und du auch. Das ist das Krasse. Ja. Wir waren mal ein Stern, also Teile von uns und waren einer von mal, uns war vielleicht auch mal ein Teil von Gino. Das ist wahrscheinlich, ja, sehr wahrscheinlich. Ich glaube, Gino ist auch ein schwarzes Loch. Ja, der ist so massereich, oder? Ah, und weil er alles anzieht. Und ja, stimmt. Stimmt. Fast. So, ja. Atomkraft? Nein, danke. Bist du pro oder contra Atomkraft? Ich bin mir nicht sicher. Also ich habe ja ein paar Sachen über die neuen Generationen von Atomkraftwerken gesehen. Diese kalten Atom... Gibt ja immer wieder so Versuche von so Generatoren, die sehr sicher sind, wo der... Ich habe einmal eine Doku gesehen über so einen Fusionsreaktor, der, wenn die Kettenreaktion außer Kontrolle gerät, dann hat er so einen Mechanismus, dass er sich selber runterkühlt. Das heißt, er kann nicht zu heiß werden. Weißt ja, du? Ja. Und allgemein so dieses, also Atomkraft ist ja Kerne spalten und daraus Energie nehmen. Ne? Genau, und der Unterschied ist, dass du, wie war das noch? Dann gibt es ja noch Fusion. Ja. Und das ist ja das, wo alle sagen, boah, wenn das kommt, kalte Fusion, also das ist im Prinzip, was die Sonne macht. Ne? So zwei Wasserstoffkerne zusammendrücken und dann kommt dann Helium raus und die Energie, die dabei frei wird, die benutzt du. Aber das kriegt man auf der Erde halt einfach nicht hin, weil du musst da die nah zusammendrücken. Ich habe auch was gesehen der neuen Generation von Atomkraftwerken, die sollten auch schon gebaut werden. Bill Gates hatte auch seine Hände im Spiel. Bill Gates, was könnte das bedeuten? Und der wollte auf jeden Fall, also der wollte anfangen, die zu bauen, und zwar in China. Und das wurde dann aber geblockt von der amerikanischen Regierung, dass die da nicht anfangen dürfen, das zu bauen, die Technologie. Okay. Weil der ist ja jemand, der möchte einfach der denkt ja auch über den Klimawandel nach. Mhm. Und seiner Meinung nach ist halt Atomkraft oder neue Atomkraftwerke musst du haben, um diesen Wandel überhaupt zu schaffen. Ja, und möchte dafür halt neue Generationen von Kraftwerken nutzen. Ja, und ich bin ja Laie, aber ich habe auch das Gefühl, dass das vielleicht ein Weg sein könnte. Dass wenn man ich habe so ein paar Sachen halt gesehen und dachte ich auch so, klingt gut. Irgendwie. Klingt halt jetzt nicht komplett verwegen. Ja, ne? Ist nur das Problem, machst du mit dem... Weil aktuell ist ja wirklich, du hast diese alten Atommeiler irgendwie und du siehst dann irgendwie so Bilder aus Fukushima. Und das sind ja alles so alte, Buden schon so. Und dann ja, total. Aber und das Problem ist ja dann auch, was machst du dann mit den alten Brennstäben, die du nicht mehr benutzen kannst? Da musst du die irgendwie in so die Sonne schießen. Sag ich doch schon seit Jahren. Das kann man nicht machen. Warum nicht? Also die Gefahr, die in den Weltraum zu schießen, wenn da mit der Rakete irgendwas kaputt geht, dann hast du im Prinzip eine schmutzige Bombe entwickelt. Ja, dann bauen wir halt vorher eine Mondbasis und schießen das von da los. Ja, dann musst und du einen Mond bringen. Das ist ja, dann machen wir einen Weltraumlift. Oh ja, okay. Lift im Mond. Dann geht's. Ja. Und dann schießen wir die in die Sonne. Was ist denn das Problem, ey? Ja, okay, na gut. Ja.
Also aber auch teuer, ne? Du weißt, irgendwie ein Kilogramm in den Weltraum bringen kostet... Ja, aber in 100 oder in 200 Jahren... Stimmt, wegen Inflation. So lange können die doch unter der Erde einfach weiter lungern. Ja, das Problem ist halt, wenn die... wenn die Radioaktivität nicht nicht. Und ist es nicht so, dass die neue Generation von Atomkraftwerken den Atommüll sogar nutzt, um Energie zu gewinnen? Ja, ich glaube, da gibt es so ein Recycling-System, dass du zumindest mit den Brennstäben noch selbst irgendwie dann so irgendwie Wärme oder sowas, keine Ahnung, irgendwas produzierst. Aber trotzdem, irgendwann hast du das ja immer noch, dass es, weil du das Problem bei so radioaktiven Sachen ist, die strahlen einfach 10.000 Jahre oder so, weißt du? Und das ist nicht so irgendwie, ach ja, dann schieben wir es kurz hier hin, dann ist weg. Und das wird immer mehr produziert. Ja, dann machen wir es bis dahin halt wie die Finnen. Die bauen irgendwie so riesige unterirdische Systeme und dann tun die in Atommüll da rein und betonieren das zu. Und irgendwann werden wir dann diese Betonblöcke, werden wir irgendwie so, weiß ich nicht, so einen Kubikmeter jeweils rausschneiden mit einem Weltraumlift auf dem Mond und dann schießen wir das in die Sonne. Naja, ich glaube, also jetzt, wo ich das von dir jetzt so höre, bin ich doch wieder bei regenerativen Energien, also Windkraft und ja, Solar, also das wäre so am coolsten, ne? Wenn wir das halt sofort überall schaffen, aber das ist halt unrealistisch, so das schnell genug zu schaffen, weil wir schaffen es ja nicht mal in Deutschland rechtzeitig. Und ja, dann guck dir die ganzen großen Länder an, die jetzt gerade erst so ihren Industrieboom haben, so Indien oder China ist ja quasi, die versuchen ja selbst auf regenerative Energien zu kommen, und aber auch auf Atomkraft. Aber so Indien oder afrikanische Länder oder südamerikanische Länder, die jetzt so loslegen mit so richtig krass mit Industrie, da brauchst du vielleicht Atomkraft, weiß ich nicht. Ja, kann sein. Ich weiß es nicht. Ich bin aber auch kein Profi. Ich gucke nur Sachen und denke dann so, vielleicht ist das was. Ja, ich habe auch irgendwie sowas gesehen, der Thoriumreaktor. Habe ich eine Doku von was war das, Arte oder so gesehen. Oder so, dann reden die dann über diesen Thoriumreaktor und der ist so das geile Ding und dann die Banken, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Thema, so, was ist denn hier los? Was bedeutet das? XKKXSXXS, was ist das? Weiß ich auch nicht. Ich muss ein bisschen schneller. Wir können jetzt nicht jeden Frame analysieren. Lexi Bexi guckt sich Sachen an. Da war ein Zitat von jemandem. Da ist eine Brücke. Das ist Hamburg. Echt? Ich kenne das doch. Brücke. Ist es die Hamburger Brücke? Kann sein. Ich kenne mich nicht aus. Das ist der Hamburger Hafen, oder? Ich war noch nie draußen. Ist es Hamburg? Ist es unsere Brücke? Wie sieht so aus in der Art? Steht denn da oben? Warum schwimmt diese Brücke? Wir haben auch so eine Brücke. Die sieht auch so aus. Und dahinter ist Hafen. Ich weiß noch nicht. London, Duisburg wird dir gesagt. Berlin. Okay, niemand weiß es. Aber es ist Hamburg. Hier, Dings. Herr noch Blatt. So, Briefing. Briefing mit Maurice, genau. Haben wir die Woche gemacht. Dann war ich da. Kannst du durchlaufen lassen. Man gebannt. Nee, ich will ein bisschen gucken. Pizza. Pizza. Guru. Der Guru. Wow. Boah, das war der Hagel. Wo war das? Irgendwo in Amerika. What the fuck? Und die Hagelkörner haben am Ende wirklich die Scheiben kaputtgeschlagen. Also sind Alter, kaputt gegangen. Stell dir das mal vor, du sitzt in deinem Auto am Straßenrand und es hagelt und auf einmal ist deine Scheibe einfach durch. Und auch die ganze Karosserie war komplett verbeult. Also konntest du im Prinzip wegschmeißen. Ja, das ist ja heftig. Und ich hab direkt den Tag davor hatte ich Dings gesehen. Day After Tomorrow. Kennst du den? Ja. Und früher war der richtig der Shit. Und der ist nicht so schlecht gealtert. Aber das ist irgendwie krass, das zu sehen und dann nochmal mit diesem ganzen Background von den letzten Jahren mit Klimawandel und sowas, wo man dann so denkt, so krass, damals war das so ein richtiger Science-Fiction-Film irgendwie. Also eigentlich nicht, aber irgendwie auch schon. Da haben die Leute, als ob das so passiert. Und heute guckst du so Nachrichten und ab und zu hast du dann so Riesenhagelkörner oder so ein Tornado in Deutschland oder so eine Überschwemmung, weißt du, und dann denkst du so, okay, wir sind gar nicht mehr so weit davon entfernt, irgendwie, dass der Film Realität wird. Also natürlich nicht so krass, aber ja. Weißt du, was richtig gut ist? Die vierte Staffel von Stranger Things. Och Mann, ich habe da angefangen und ich komme nicht rein. Echt nicht? Ja, weil ich... Also ich habe die zweite und dritte, danach hatte ich keine Lust mehr auf Stranger Things. Da bin ich ausgestiegen. Und dann habe ich auch, ich wollte die vierte gar nicht gucken, hatte keinen Bock. Und dann haben wir aber, war ich bei Freunden essen und die meinten, ey, wir gucken gerade Stranger Things und haben über die vierte Staffel geredet. Oh. Und dann habe ich mich dazu bequatschen lassen, die anzufangen. Und das ist auf jeden Fall die beste Staffel von Stranger Things. Ich höre es auch von und allen. Und vielleicht einer der besten Serienstaffeln überhaupt. Echt? Oh, ja. Ich höre nur Gutes. Auf Twitter schreiben alle insane. Mega geil, ja. Aber ich hänge gerade im Office-Tunnel. Ich gucke gerade Office. Hm. Und Alter, boah, Office ist gerade so voll. Krass. Office
ist dein Ding jetzt, oder was? Es ist so krass. Ich habe das geguckt. Ich kann das nicht gucken. Ich cringe zu hart. Also, ich hab, also erstmal auf Englisch, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja. Ich habe so 10 Folgen geguckt und ich habe dann irgendwann, ich habe dann halt irgendwann abends so überlegt, okay, gucke ich jetzt noch was? Mhm. Bin so rübergescrollt. Also, ach nee, kann ich gerade nicht. Hast du mal Jerks gesehen? Das Deutsche mit... Nee, das war da immer nur auf so einem, wo man nicht... Join. Genau, Join, das ist mal, mir mal erzählt. Ja. Und ich wusste nicht mal, wo Join, wo ich das finden kann. Also wenn du bei Jerks, wenn du bei Office cringest, dann wäre Jerks für das dich... Das ist nicht mein Ding. Wäre Jerks für dich die Hölle. Ja, genau, ich kann das nicht gucken. Das ist nämlich Jerks der krasseste ist auch mit hier... Mit Christian Ulmen. Genau, und Christian Ulm, seine Show, die konnte ich schon, krass. Das ging nicht. Mein ziemlich bester Freund, oder wie das heißt. Ja, das habe ich nicht ausgehalten. Das haben nicht wir früher für fünf geliebt. Sekunden oder so. Das, ja. Das weckt was in mir. Da muss ich weg. Da muss ich wirklich ganz schnell weg. Aber Jerks hat für mich... dieses Fremdscham-Cringe-Level auf so ein neues Niveau gepackt, dass ich selbst... Warte, ich habe das sogar angefangen. Ist das nicht, verwechsel ich das gerade? Oder ist das mit dem mit 30er, der irgendwie zur Therapie geht am Anfang? Oder ist das noch was anderes? Nee, also Christian Ulmen ist im Prinzip, der ist auch Christian Ulmen. Aber an was denke ich denn gerade? Das war auch so. Der könnte auch zur Therapie gehen, da gibt es safe auch so Dinger. Aber er spielt sich selbst im Prinzip. Und er ist auch der Schauspieler und er wird auch so erkannt und sowas. Und er geht halt so durchs Leben. Und es, aber es ist einfach, also man kann nicht beschreiben, also da sind Situationen, da denkst du dir, also selbst als der Autor das geschrieben hat, muss er gecringed haben. Also nur, dass ich ausgedacht zu haben, ist so eine ekelhafte Scheiße. Aber fuck, ey, ist richtig das geil. Geht, also das, geht für sagen, mich, das geht für mich nicht. Das ist wirklich krass. Das geht bei mir nicht. Ich liebe das. Und deswegen, also ich muss sagen, The Office, also ich habe also diese zwei Charaktere, so Michael Scott, weißt du, also der Chef ja. Und Dwight Schultz, Alter, es ist Ey, warte mal, ist das Bondra Game? Das ist das Bondra Game, oder? Da sieht man es ja auch. Ich weiß gar nicht, wie viele Gegner die haben, aber bei weitem nicht so viele. Aber das Ding ist ja auch immer, man hat ja immer nur diesen Ausschnitt, den man sieht, ne? Mhm. Bei euch ist ja wahrscheinlich, habt ihr schon mal gezählt, wie viele Gegner in euren Bildausschnitt reinpassen? Ja, aber du siehst ja wirklich auch nur noch Punkte hinten, ne? Also, also auf jeden Fall viele. Ja. Und wir drehen, also der Plan ist ja, also mein Plan, ich weiß noch nicht, ob Anni davon überzeugt ist, dass wir wirklich eine freie Kamera haben. Da müsst ihr viel mehr Sachen beachten, ne? Also wenn man den Blickwinkel ändert, dann müsst ihr ja Sachen auch, weil wenn ihr im Festen habt, ne, könntet ihr so lazy sein und sagen, ja, die Rückseite von dem Turm kann man niemals sehen, die mache ich nicht. Ja, das stimmt, aber das ist irgendwie, ich würde halt gerne eine freie Kamera haben, ne? Ja, ja, ja. So ein bisschen, also mein Movement ist halt gerade wie ein WoW-Charakter, dass du halt sich auch so schnell drehen kannst und sowas, das finde ich halt persönlich sehr, sehr geil. Ja, ja. Ich mag halt diese isometrische Kamera nicht mehr, ich kann das nicht mehr sehen, ey. Außer bei Diablo. Aber nur die alten Diablo-Teile. Diablo 4 werde ich nicht spielen, ich habe keinen Bock auf. War es doch nicht, oder nee, was? Nee, weiß ich noch nicht. Legst du dich jetzt da fest? Muss ich viel ändern. Da muss ich wirklich viel ändern. Also da muss noch was Positives bei Blizzard passieren. Okay. Ich glaube nur, das Einzige, wenn ich Diablo 4 wirklich spielen könnte, ohne dass ich mich die ganze Zeit dafür schämen muss, während ich spiele. Und deswegen, ich habe so ein Schamgefühl schon, wenn ich daran denke. Ja, also da müsste wirklich der Deal mit Microsoft durchkommen. Und Bobby Kotick müsste sofort gehen. Ja. Und am besten alle Manager, komplett Management austauschen. Da habe ich keine Ahnung von. Dann vielleicht könnte ich Diablo 4 genießen. Ich könnte es gerade nicht genießen. Ich kann das nicht mehr trennen. Es geht nicht. Funktioniert nicht. Ja, ich glaube, ich würde mal reingucken. Aber ich habe jetzt auch nicht so eine krasse Passion für Diablo. Ja, dann haben wir ein bisschen Valorant noch geübt. Und da warst du da, hast abgecodet. Nenn es nicht Coden, da haben einige Leute Probleme mit. Ne? Programmiert? Weil ich bin kein richtiger Programmierer. Was bist du denn dann? Weil richtige Programmierer schreiben so richtig Zeilen, weißt du? Und das ist dein Code. Und das machst du nicht, oder was? Ja, eigentlich schon, aber halt, es gibt Leute, denen stößt das auf. Ja, aber sind richtige Programmierer, also Coder, copy-pasten nicht alles aus Google? Ja, ich wollte es nur sagen. Ach so, okay. Ne, ich wollte es nur sagen. Also nennst lieber Programmieren oder entwickelt das Spiel. Ja, ich werde es auf jeden Fall wieder Coden nennen, weil mir das egal ist. Ja, also wie gesagt, habe ich ja auch schon erzählt, eigentlich streame ich immer jetzt den Progress. Also es ist halt wirklich, ich fange morgens um 7 oder 8 an,
Macht dann, bis Leon kommt und da die Leute, die halt so ein bisschen Coworking-Atmosphäre haben, die schalten dann ein und die nicht. Und ich habe keinen Druck, das ist halt das Schöne. Und trotzdem kann ich das zeigen. Ja. Weil vorher war das Gefühl halt immer, oh, ich muss jetzt irgendwie was hier, ich muss jetzt, und ich will mich ja darauf konzentrieren. Ne? Ja, ja. So, dann, Leon spielt noch immer RimWorld und ich habe gesehen, er macht Koop mit Marty, sieht man ja auch links hier. Genau, ich glaube, die Koop-Session läuft sehr gut. Ich glaube, seine Solo-Runs, da gibt es ab und zu mal Probleme. Mhm. Aber ja, mal schauen. Ich glaube, letzte Woche gab es nicht so viel, oder? Weiß gar nicht. Ich glaube, diese Freitagssession ist ausgefallen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, da haben wir eine Tierliste gemacht von Junkfood. Aber warum ist Palana Spezi mit dabei? Das ist doch ein Getränk. Ja, so, es geht um Junkfood. Also Getränke sind auch erlaubt. Ja, so alles, was so in die Kategorie fällt. Was war auf S-Tier? Pizza, Lasagne, Sushi und Döner. Das waren die vier Sachen, die auf der Spitze waren. Ben & Jerry's Eis habe ich ganz nach unten, da gab es dann einen großen Aufschrei. Ich mochte Ben & Jerry's Eis mal sehr, sehr gerne. Na, ich nicht. Aber mittlerweile, muss ich sagen, finde ich das auch nicht mehr so geil. Weil ich finde es viel geiler, in einen richtig geilen Eisladen zu gehen, die ihr Eis dort selbst machen und so fancy Sorten haben. Finde ich viel, viel geiler mittlerweile als zum Ben & Jerry's. Weiß auch nicht. Ja, aber na gut, das richtige Eisladen ist natürlich Top-Tier. Ne? Da kann man nichts sagen. Da ist die Liste ungefähr komplett. Ja. Und in Hamburg gibt es halt richtig gute Eisläden. Richtig gute Eisläden. Was es nicht gibt, sind gute Dönerläden. Aber Eisläden haben wir. Mhm, das stimmt. Ja, dann haben wir Valorant mit Florentin und Trilux und Smash Lunatic und... Was ist Starstruck von Florentin? Nee, dachte ich erst, aber dann, der ist ja relativ locker und er weiß auch, wie man so eine Stimmung auflockert. Hm. Der hat gut reingepasst, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und dann noch ein bisschen Spongebob-Game Und dann noch Spongebob-Game ein bisschen gespielt. Wenn ich es sehe, kriege ich direkt Bock, das zu zocken. Das ist krass. Zockst du auch heute wieder, oder nicht? Nee, ich spiele heute Tarkov. Ah, Tarkov. Ja, aber erst auf 22. Vielleicht mache ich eine Session davor, mal gucken. So, hier sieht man immer wieder, wie wir das Gegnersystem weiter aufbauen. Das ist gerade noch immer mein Hauptfokus natürlich. Zweiten Gegner haben wir eingebaut. Wir haben jetzt einen Archer. Und wir machen das nach wie vor alles auf der Grafikkarte. Da hat man gesehen, so ganz viele Gegner. Mhm. Und dann kam Leon und hat dieses Game, was wir auch im Weekly gesehen haben, gezockt. Und das hier, wo ich auch keinen Namen von behalten habe, was ich aber gesehen habe. Ja, das habe ich auch gesehen. Das war cool. Dieses Speedrun-Game quasi. Und dann gab es weiter RimWorld. Ja. Und ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt, also es ist ja gleich schon 20 Uhr. Ein bisschen, ja, wir machen jetzt mal hier irgendwie der Shop von wem? Nee, das war ein Video und da war, ich weiß nicht, wer das ist. Ich auch nicht, kenne ich nicht. So GeoGuessr, war das das GeoGuessr genau, Teil 1? Das war das GeoGuessr Turnier, sondern einfach so eine Team-Lobby, weißt du, die haben Blesk organisiert und da haben, glaube ich, Unge, Trilux, Blesk und Mina gegen Baso, Reefed, mich und noch jemanden gespielt. Scheiße, ich kriege aufs Maul. Oh, ich verpasst, ey. Muss ich den zweiten Teil wirklich kommen. Ja, hast du nicht, also da waren die Leute wieder nur getriggert, dass ich nichts weiß. Ja, aber die Leute sind immer getriggert. Hast du schon mal Portugal mit Polen verwechselt? Ey, also bei GeoGuessr, da Mango. Kannst du... Ja, Mango, danke. Also ganz ehrlich, ne? Die Leute sitzen zu Hause auf ihrer Couch, in Unterhose, mit einer Pizza auf dem Bauch, Bier in der Hand. Und das ist denn deren Unterhaltung, einfach sich die ganze Zeit darüber lustig zu machen. Wie jemand, was nicht weiß, was man zu Hause aus seinem Handy googelt und dann so tut, als hätte man das sofort gewusst. Also ganz ehrlich, ne? Rast du auch aus. Ganz ehrlich. Da muss man auch mal ein bisschen das einordnen können. Dann gab es danach Valorant mit Baso, weil da sind wir in einer Lobby geblieben. Und haben dann gespielt. Ein Match haben wir gewonnen, das weiß ich noch. Was? Ja, haben wir gewonnen. Also doch? Ja, ich habe mich später erst daran erinnert. Ist der Curse gebrochen? Curse ist gebrochen. Aktuell sind wir in Gold. So, was haben wir hier so gemacht? Da haben wir noch immer States für Gegner gebaut. Den Archer haben wir uns genau angeguckt. Die Animation von Andy eingepflegt und
Dann irgendwann angefangen, ja, Animation. Wir haben Animation gemacht. Da haben wir das komplette System umgebaut. Ja, ich erinnere mich, krass, das haben wir alles gemacht diese Woche. Diese Woche war sick, was wir alles am Progress gemacht haben. Und dann haben wir angefangen, ein neues Projektiersystem anzufangen. Und dann habe ich... Bei euch wäre es nicht möglich, noch so richtige Gore, so Physik einzubauen, dass die Gegner Gliedmaßen verlieren, oder? Wahrscheinlich nicht. Theoretisch ist alles möglich, aber das kannst du mit so vielen Gegnern nicht machen. Ja, ja. Das würde den. Weil das ist noch so ein Ding, weißt du, ich habe gedacht, ein Spiel wäre krass, was so ist vom Kampfsystem wie Ex Anima, was so super physics-basiert ist, gegen aber so Zombie-Horden. Du bist so ein Zombie-Survival. Ja, das wäre krass. Und dann kannst du die Beine abhacken und die Arme und dann können die nicht mehr laufen und sowas. Dann müsstest du, also wir haben ja gerade, unser Gegnersystem läuft auf der Grafikkarte, das sind ja Partikel, ne? Da müsstest du quasi ein Partikel aus mehreren Partikeln zusammenbauen und da selbst Physik für schreiben. Ja, und vor allem, ihr habt ja auch keine gerichteten Waffen, wo es sich lohnt, dann einen speziellen Schuss irgendwo hinzusetzen. Das wäre für ein anderes Spiel wäre das vielleicht interessant, ja. Ja, das würde auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall kein Feature, was wir irgendwie also das, nee. Ist nicht auf der Liste gerade. Genau. Kappa-DLC, habe ich komplett geguckt, war ein bisschen wenig, fand ich, aber... Ja, aber es liegt daran, weil Leon so gut ist. Ist ja, das habe ich dann auch gedacht. Ich dachte dann so, okay, Leon ist einfach zu krass. Ja. Und er ist auch Cuphead Speedrunner, deswegen war das wahrscheinlich relativ leicht für ihn. Aber man muss halt sagen, der Style von Cuphead, der ist halt der ist super so geil. Das ist wirklich krass. Die haben es geschafft, ein Spiel zu machen, was einen so eigenen Style und Look hat, das findest du nicht zweimal. Ja, dann hat Leon auch Tarkov gespielt. Krass. Habe ich verpasst. Und dann gab es das Quiz. Und zwar Schätzen Remastered mit Stargast Chiara. Und war Chiara in Schätzen so gut wie in Videospielen? Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, sie war so gut wie wir. Mm. Also durchschnittlich. Aber wir haben wirklich, also es war bis zum letzten Punkt spannend. Und der letzte, es musste eine Bonusfrage geben, weil es am Ende stand es 15-15 gegen den Chat. Und wir haben dann gewonnen. Krass. Und es ist schon bemerkenswert, gegen den Chat zu gewinnen. Chat hat verloren. Ja. Fritz Meinecke. Genau, Fritz Meinecke haben wir uns angesehen. Wann geht das eigentlich los jetzt? Das dauert noch. Im September ist, glaube ich, erst die Aufzeichnung. Wahrscheinlich wird es im Winter dann erst fertig ausgestrahlt, Schätze ich mal. Okay. Ja, genau, was ist das? Simon, was ist das für ein Spiel? Nee, das haben wir uns Clips angesehen. Das sind Twitch-Clips. Was ist das? Das sieht aus wie Assassin's Creed oder so. Das ist, glaube ich, Chivalry 2 oder sowas, kann es sein. Und er hat sich da selber ein Schwert in die Rippe. Ja. Dann haben wir Raft gespielt. Oh, stimmt. Mit Turi, Ido und Varion, ne? Genau. Ja, war ganz witzig. Aber das Problem ist, wir haben halt neu angefangen. Und wir haben nichts vom neuen Content gesehen, weil wenn du als Noob neu anfängst, kommst du halt überhaupt nicht so weit. Ja, muss erstmal den alten Content spielen. Ja, und es war im Prinzip wie jede andere Raft-Session auch, die ich bisher hatte, nämlich immer diese Early-Game. Kenne auch alles 1:1, ja. Wie aus meinen Sessions. Das ist ganz witzig eigentlich, ja. Und spielt er noch weiter, oder? Ja, haben wir vor, aber die Woche ist bei mir voll. Knicke, knacke voll. Tarkov. Du hast ja selbst schon Tarkov gespielt. Ja, letzte Woche mit Marius und es war eine komplette Katastrophe. Und ich war auch so richtig, also Tarkov ist für mich eigentlich purer Stress, muss ich sagen. Ja. Aber danach haben so viele Leute, sowohl bei Marius als auch bei mir nachgefragt, ob wir das nochmal machen können, weil die fanden das lustig. Und deswegen machen wir heute nochmal eine Session. Ja. Und dann haben wir noch aus Frustration haben wir dann noch ein bisschen Valorant gespielt mit den Leuten. Und habt ihr gewonnen? Nee, glaube ich auch. Ja, doch, da schon einmal. So komplett frustriert. Stream ausgebaut, alles verloren. Nee, ich glaube, Tarkov bin ich wirklich jede Runde gestorben, habe keinen getötet. Und dann haben wir Valorant gespielt und wir haben jede Runde verloren, glaube ich. Also jedes Match. Scheiße. Aber es macht trotzdem Bock. Also. Gerade macht ein Shooter gerade wieder Spaß. So, Freitag war Leon am Start und es gab Minecraft PvP, sehe ich das hier richtig? Dann gab es Fall Guys. Ich glaube, das ist Teil des Challenge Reels, was wir sehen, oder? Ja, es kann sein. Ich glaube, so Fall Guys gewinnen, ich glaube, 2 Runden hintereinander sogar, oder wie ist aktuell sein Stand? Ich weiß Er hat ja schon gewonnen. So, und da gab es dann wahrscheinlich irgendwann auch. Ach nee, doch, dann gab es Fortnite, ja. Fortnite ist mittlerweile auch Teil des Challenge Wheels. Und es ist halt krass, dass er in Fortnite sogar Skills hat. Also ja, aber insane. Ist ja ohne Bauen jetzt, ne?
Ach so, das ist das ohne, der genau. ohne Bauen. Genau, und ich glaube, ohne Bauen ist jetzt Leon wieder... Ja, aber sein Aiming ist halt insane und sein ja. Battle Royale-Kenntnis. Ne? Ja, also, ja, ja, das genau. stimmt schon. Null Bauen, Trio, Cash Cup. Cash Cup? Mhm. Okay. So, und gab er richtig lange Fortnite sogar. Und dann noch eine Runde Cuphead Speedrun. Und, krass, Stunde 30 schon. Hat es geschafft? Nicht sicher. So, weiß Samstag ich war ich dann spontan wieder da. Wir haben eigentlich den ganzen Tag durchentwickelt. Mhm. Und weißt du, was das Krasseste ist? Jetzt, wo wir ein halbes Jahr drin sind. Ja. Mittlerweile ist es so, ich überlege mal, was wir machen, ne, bevor ich ins Studio komme. Ja. Dann entwickle ich 4 Stunden, bevor man halt was testen kann. Dann drücke ich auf Play und immer häufiger funktioniert es einfach. Ohne, dass ich noch was machen muss. Das ist geil, oder? Und wenn was kaputt ist, dann brauche ich 10 Minuten, um es zu fixen. Das ist halt das geilste Gefühl, wenn du halt die ganze Zeit baust was und denkst dann so, okay, jetzt testen wir es. Mhm. Und dann denkst du, hä, funktioniert da einfach alles. Das passiert immer häufiger. Genau, und hier haben wir angefangen, hat man gerade gesehen, mit Flugbahn. Und da kommt ein lineare Algebra ins Spiel. Ja. Und da habe ich ja jetzt Maurice engagiert, als unseren Mathemann. Und wir versuchen jetzt selbst, Physik zu programmieren, für unsere Projektile. Aber im Prinzip, also wenn ich mich zurückerinnere an mein Studium, die ganzen Flugbahnen und so, das sind ja fertige Formeln. Die muss er dann nur noch versuchen, in das Programm rein. Ist ja nicht so, dass Maurice jetzt selber nochmal Physik neu entwickeln muss, weißt du? Ja, aber es ist leichter als gesagt. Also wenn du das wirklich in die Praxis reinbringen musst, dann tauchen auf einmal Probleme auf. Ja. Und du denkst, warum zum Fick, passiert das, was da gerade passiert? Ja, okay. Und dann kannst du das Problem überhaupt nicht einkreisen. Mhm. Und so ist es aktuell bei uns auch. Ne? Wir sitzen jetzt tagelang daran mit einer Formel, die Maurice hat, die funktioniert halt, wenn er das irgendwie auf, wie heißt das, Wolfram, Alpha, Mathe, irgendwas. Da kannst du halt Formeln angeben und genau. Oder die Ableitung, die oder die Dings. Nee, du kannst ja auch einfach die Werte kannst du verschieben und die Kurven angucken. Und das funktioniert alles, aber wenn wir das dann versuchen zu bauen, dann kommen halt auf einmal ganz andere Faktoren auch ins Spiel. Ne? So, und dann wird es halt schwer, das zu übersetzen. Und das versuchen wir aber, ne? Weil wir wollen ja Projektile, wollen wir auch als Shader auf der Grafikkarte machen, damit das alles noch performanter läuft. Und genau, das ist jetzt das neue System, an dem wir arbeiten als Update. Und das wird auch noch ein bisschen gehen, aber das Projektilsystem sieht unabhängig von der Flugbahnformel, sieht schon, also funktioniert eigentlich zu 100%. Als nächstes werde ich dann wirklich jetzt anfangen, unsere Tower zu designen, weil wir haben ja nur Platzhalter-Tower. Und jetzt geht es darum, wirklich die Progression dann auch von unseren Türmen jetzt so ein bisschen zu entwickeln. Geht es da um die Fähigkeiten der Tower oder um die Optik? Um die Fähigkeiten. Die Optik ist mir persönlich aktuell völlig egal. Das ist ja Andys Aufgabe. Ne? Also wirklich Game Design. Game Design bedeutet nicht, wie das aussieht, sondern wie funktioniert das und was passiert. Da ist halt auch schwer, dann, also weiß ja nicht, da ist es schwer, wenn man einen Tower zum Beispiel, wenn man sagt, ich will einen machen, den gab es noch nicht. Es gab jeden Tower schon. Ja, das ist aber auch nicht der Anspruch. Okay. Ne? Eher, dass du den, wie die Progression ist von verschiedenen Towern oder wie viele Tower es gibt und. Ja. Meine aktuelle Idee ist, wir haben nur eine Handvoll Base-Towern und die kannst du in ganz verschiedene Richtungen weiterentwickeln. Upgraden, so wie bei also Elementarschaden oder sowas? Ja, so wie bei Element-TD ist es ja mit Elementarschaden. Ne? Da hast du ja auch quasi so Skill-Trees, aber da ist es ja eher so, dass du Kombination hast. Und die Idee von mir ist so, dass du halt, dass du in der Welt durch Quests oder dadurch, dass du das findest, dann auch wieder Optionen freischaltest und dann vielleicht mehr Optionen hast, in die du in eine Richtung dich weiterentwickeln kannst. Du tötest den Eismagier und bekommst Frostspells. Genau, zum Beispiel. Ja. Sowas in die Richtung. Ja, das klingt cool. Aber es steht halt wirklich ganz am Anfang. Ne? Ja. Genau, da haben wir Devlog gemacht mit Andi. Der wird auch auf YouTube landen. Devlog 4. Kann man dann nochmal sich den Stand einziehen? Ja, da hat Andi irgendwie, ich habe es nur zu Hause gesehen, er hat sich schnell, ich hab nur gehört, er hatte Hunger und wollte sich was bestellen, aber hat dann irgendwie sich eine Suppe gemacht oder so? Aus Resten? Also was haben wir denn im Studio voraus? Also ich habe das nicht verstanden. Naja, wir haben Nudeln, wir haben Wasser und wir haben Suppenwürfel. Das ist eigentlich schon genug für eine Suppe, oder? Haben wir so...
Ich weiß nicht, wo draußen, was er noch gefunden hat, weil eigentlich haben wir gar nichts. Deswegen habe ich mich so gewundert. Aus Lasagneplatten wird hier geschrieben. Ah, ja, lecker. Okay. So, und dann gab es noch einen Matteo-Stream. Genau, da haben wir so ein bisschen, da haben uns Videospiele aus 1991, 1992 und haben die so gezeigt, wie das, was da alles so gab, Golden Axe und sowas und wie die Kinder da früher abgegangen sind drauf und wie das, das war ganz interessant. Und hier ist, warum auch Hobbysportler dopen. Interessantes Thema. Ja, und dann haben wir ein Spiel gespielt, was mir Turi empfohlen hat. Und? Ja, war ein witziges Kletterspiel. So. Ja. Und dann habe ich Halo gespielt und eigentlich wollte ich mit Marius spielen. Und dann kam auf einmal Paddy in den Chat und hat mich. Paddy? Ja, ja. Hat mich getrashtalkt. Ja. Und wollte Paddy gegen mich. Crypto-Paddy kam in den Chat hat dich getrashtalkt. Genau. Und dann wollte er mich herausfordern, aber er hat es nicht hinbekommen, Halo zu installieren. Und dann habe ich ein 2v2 gegen meinen Bruder und Leon und ich gegen meinen Bruder und Marius gemacht. Und das war sehr spannend, hat echt Bock gemacht. Aha. Ja, und das war unsere Woche. Also gab es viele verschiedene Games. Ja, cool. Viel, viel Stuff. Dann gucken wir jetzt auf die Zahlen. Ich kann es nicht einschätzen. Ne? Ja, ich streame ja sehr viel, mit wenigen Zuschauern aber. Das heißt, das ist immer schwierig, den Chat, den Schnitt auch. Also ich bin auch immer am Raten. Also, von den also ich sag, wir haben unter 100 Stunden diese Woche. Unter 100? Ja, weil ich habe ein paar weniger Stunden und ich glaube... Samstag war frei, oder? Nee, Samstag habe ich gestreamt. Ah, shit, vielleicht war es doch ich sag über 100. Ich sag über 100 und ich sage, Schnitt ist... Oh, das ist schwer zu sagen. Sag um 100 runter. Ich sag Schnitt um gehalten. Keine Ahnung. Oh nee, Schnitt ist krass gesunken, aber über 100 Stunden. 106 Stunden, krass. Ja, krass. Also so wie, der Schnitt halten wir ganz gut von den gestreamten Stunden. Ja, also das ist halt so, wenn ich streame, Dev, ne, Leute, dann sind halt 1000 Leute da. So, ne? Also das muss man halt immer bedenken und das ist auch völlig okay. Ich habe überlegt, ob wir vielleicht einen Schnitt ohne Dev machen. Ich weiß es nicht. Weil wenn ich es jetzt zum Beispiel am Samstag, da habe ich halt bestimmt 7 oder 8 Stunden gestreamt mit 1000 Leuten, das zieht einen Schnitt halt runter. Muss man halt sehen, so ist halt so, Chat. Ne? Es ist da halt jetzt mit drin. So, dafür gibt es halt viele Stunden. Yes. Montag, strong, stärker als letzte Woche und stärker als die Woche davor. 54.000, dann Dienstag, würde ich sagen, normal. Mittwoch, würde ich sagen, normal. Donnerstag wieder Strong, was war da? Da war Schätzen, Remastered mit Chiara. Freitag, würde ich sagen, guter Freitag. Dann Samstag, wissen wir nicht, ist immer anders, ne? Hast du ja gestreamt. Genau. Und Sonntag ein bisschen schwächer als sonst. Ja, ja, trotzdem 274.000, das ist immer noch eine gute Woche. Ah, ich glaube, es wird wirklich Zeit zu verkaufen jetzt. Zeit zu verkaufen, langsam, ja. So, dann, was gibt's denn so noch? Achso, so Events. Inselwissen mit Jan Gustafsson, Edo P., Leon, Matteo und Maurice. Genau, das ist angedacht, das dauert noch, bis das kommt. Und zwar... Jan Gustafsson hier im Studio? Ja, ist geplant. Aber erwartet das bitte nicht vor... August. Ja, eher später. Also nach August. Das ist noch lange hin, weil Maurice hat es zwar schon fast fertig vorbereitet, aber Jan wird im Ausland sein und deswegen haben wir gesagt, wir machen das dann danach. Und das wird ein neues Quizformat sein, was so ein bisschen an das Schlag den Raab-Spiel angelehnt ist, wo es verschiedene Wissenskategorien gibt, die man für sich gewinnen kann, wenn man genug Punkte in der Kategorie richtig hat. Und haben uns gedacht, wir laden den intelligentesten Menschen auf Twitch ein, das ist Jan Gustafsson, und dann haben wir uns gedacht, und dann noch zum Ausgleich Edo. Und ja, und die beiden werden da sein, Leon und ich sind auch dabei, und Maurice wird dann der Show. Aber Edo jetzt der Dümmste ist, oder warum? Nee. Ich habe nichts gesagt. Das hast du jetzt gesagt. Das war eine Frage. Ich hab nur gefragt. Nee. Also wir haben uns halt überlegt, Jan Gustafsson, der ist halt mega smart, ist voll viel rumgekommen. Und weil Edo auch einer von den Leuten ist, die halt viel, der hat noch ein Leben neben Twitch und deswegen haben wir das Gefühl, der weiß halt viel, der ist ein studierter Mann. Ja. Und deswegen weiß er halt auch viel. Vielleicht, wir teilen die beiden dann wahrscheinlich auch. Hast du ja impliziert mit deiner Aussage. Ich wollte jetzt nur hören, ob du das wirklich meintest. Ja, vielleicht. Also ich hab, ne? Vielleicht wollte ich nur einen Clip baiten, der dann Edo geschickt wird. Aha. Kann sein. Weiß man nicht, ne? Naja, jedenfalls, um das
wie gesagt, August vielleicht, aber auch später. Müssen wir dann gucken. So, dann LAN steht fest, das Datum. Und wir können heute, glaube ich, die letzten zwei Personen announcen. Genau, die letzten zwei Gäste announcen. Also, warte mal, ich gehe nochmal, lass nochmal durchgehen, wer alles kommt. Also, Marco, Maurice, also von dir, ne, kannst du ja sagen. Also, Marco Giesel. Genau. Maurice Weber. Ja. Nili. Ja. Dann haben wir Baso und Blest dabei. Wir haben Trilux dabei. Wir haben Shorty dabei. So, und jetzt haben wir von denen, die noch nicht announced wurden, das ist nämlich die Gruppe. Warte, welche waren hier? Welche? Vlesk, Baso, genau. Shorty? Ja, und Trill. Und Trill. Genau. So, dann haben fehlt wir aber noch jemand. Ja, da haben von wir noch. Von deinen Leuten, oder nicht? Edo. Ja. Varion. Ja. So, und jetzt kommen Turi. Turi. Und Keklak, also Marius. Keklak. Genau. Elf. Das sind. Fuck, habe ich jemanden und vergessen? Leslie. Und Leslie natürlich. Und Leslie. Ja, und Leslie. 12. Natürlich. So, das ist die volle. Das sind alle. Das ist die volle. So, bei Turi ist aber zu sagen, es könnte sein, dass. Also bei Turi wird es eher eine spontane Sache, ja? Genau. Aber wir haben halt, ich habe ja halt Turi gefragt, so, Turi, ist das okay, wenn wir dich jetzt ankündigen? Yes. Ne? Weil Turi, die hat ja Anxiety-Probleme, die geht da auch ganz offen mit um auf ihrem Stream. Und es könnte sein, dass sie dann an den Tagen, wo sie eigentlich an der LAN teilnehmen kann, dass es halt nicht geht. Ne? Da müssen wir halt einfach, das ist optional. Ja? Also erwartet nicht und löst da auch nicht so viel Druck aus, dass Turi jetzt kommen muss. Wir announcen das, wir möchten genau. Turi dabei haben, sie ist herzlich eingeladen, aber es kann halt sein, dass es einfach nicht klappt. Ja? Genau. So, und das ist die volle Besetzung von der LAN. Natürlich kann es immer wieder vorkommen, dass dann irgendwas dazwischen kommt. Also Corona ist gerade wieder am Durchstarten, habe ich das Gefühl. Ja, es ist so irgendwie, es ist mittlerweile irgendwie normal. Ja, jeder und seine Mutter hat Corona. Und ja, also wir müssen dann bei der LAN. Das ist jetzt auch so, wie ich es mitverstanden habe, die Versionen, die umgehen, sind nicht mehr so schlimm. Aber dafür aber die können noch immer, genau, hohe Ansteckung. Ja, ja. Aber die können auch noch immer manchmal doch schlimm sein und ich raff es nicht. Ich habe noch immer nicht Corona gehabt. Oder vielleicht hatte ich es und wir haben es nicht gemerkt. Es kann sein, ja, genau. Kann auch sein. Also bei uns im Team gab es auch noch auch ein paar Fälle von Krankheiten, wo man nicht genau weiß, also wo man denkt, Corona-Test war negativ, aber hätte auch Corona sein können. Aber auch schon Corona-Fälle gab es genau. auch. Genau. So, und jetzt, das bedeutet also immer mit einem im Hinterkopf behalten, die LAN wollen wir da machen, aber wenn es kann halt sein, dass Leute noch absagen, weil die halt krank sind. So. Das ist die Situation zu den Events. Dann lassen wir jetzt den Programmplan machen und dann kommen wir noch zum Shop, weil da haben wir noch ein wichtiges Announcement für euch, beziehungsweise eine wichtige Info. Oh. Wie die Leute, die schon was bestellt haben. So, jetzt haben wir gerade Briefing. Dann komme ich Judgmental für 2 Stunden. Dann danach gibt es EFT Bosshand. Da werden Marius und ich werden uns als Ziel setzen. Oh, Entschuldigung, werden uns als Ziel setzen, einen Boss auf Customs zu jagen und zu töten, weil die beiden. Das gibt es auf Customs mehrere oder wie? Ja, da gibt es also es gibt glaube ich auf Customs einen auf jeden Fall, also Reshalla glaube ich oder wie der heißt, oder? Ja. Genau, und den wollen wir halt jagen. So. Okay. Das ist so unser Ziel. Ich weiß nicht genau. Schafft ihr. Also wir einfach haben immer auf die Tanke go machen. Das genau, ist Tanke oder der kann in diesem Nebengebäude sein, in diesem komischen. Der kann auch Dorms sein. Und Dorms der kann, auch, ja. Und der kann bei dem neuen großen Gebäude genau, bei dem neuen großen Gebäude, ja. Ja, wir gucken mal. Wir müssen erstmal so überhaupt immer direkt Tanke, habt ihr die besten Chancen. Ein Raid überleben. Schafft ja. ihr. So, dann Dienstag ist Leon da von 16 bis 20 Uhr. Der war jetzt am Wochenende so ein bisschen krank, hat ein bisschen Halsweh, aber es geht ihm besser. Mhm. Er meint, er wird morgen wieder da sein. Dann ab 20 Uhr bin ich da mit Judgmental für eine Stunde. Und dann gibt es ab 21 Uhr Buchstabieren mit einer Blesk-Lobby. Blesk hat mich eingeladen zu einem Spiel, bei dem es um Buchstabieren geht. Und weil er weiß, dass ich so gut in Deutsch bin, hat er gemeint, ich muss dabei sein und deswegen bin ich da dabei. Wer ich habe immer Thermometer. Thermometer. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob es richtig ist. Ich weiß auch nicht, ist mir auch egal. Da müssen wir ja, dann, das wird von 21 bis 23 Uhr sein. Korrekt. Okay. Und dann
ab 23 Uhr habe ich offen gelassen. Da kann dann wieder irgendwas Wildes passieren, keine Ahnung. Vielleicht ein bisschen Shooty-Shooty oder man weiß es nicht. Dann so, Mittwoch. Vielen Dank für die ganzen Subs, Leute. Vielen Dank. Ich lese die gleich alle vor. Genau, machen wir Mittwoch. Gott-Gamer-Duell von Leon gegen Edope. Aber wo sind die Gott-Gamer? ja, dann ab 20 Uhr komme ich danach. Und dann gibt es die nächste Lobby, und zwar das Entscheidungsmatch von letzter Woche. Da stand es ja 1-1. Und wir spielen also wieder GeoGuessr und es entscheidet sich, wer von den beiden Teams besser ist. Mit dabei Bless, Grieft, Peter, Unge, Trilux, Mango, Mina, ganz viele andere Leute. Und ab 23 habe ich wieder offen gelassen. Dann Donnerstag. Donnerstag, RimWorld mit Leon. Wahrscheinlich wieder mit Marty oder eventuell. Oder Solo-Run? Ich glaube Solo, wenn es so dasteht, oder? Stimmt, ja. Sonst steht, glaube ich, Leon und Marty. Ja. Das heißt, wahrscheinlich ist das Solo-Run. Und dann, ja, ich freue mich halt, ist ein lustiger Witz halt so. Mhm. Und dann, dann kommen halt lustige Reaktionen, dann freue ich mich. So, Valorant gab es dann am Donnerstag. Genau, Valorant am Donnerstag. Marty hat Urlaub, okay. Hier wurde gefragt, ob ich Florentin nicht gefragt hatte. Der hatte, glaube ich, gesagt, diese Woche geht bei ihm nicht, aber dafür dann die nächste. Hm. Also wir werden nächste Woche damit mit Florentin spielen. Also in Klammern aber. Genau, Basel in Klammern, weil sie mir noch nicht geantwortet hat. Dabei sind aber auf jeden Fall fest Trilux, Smash Lunatic und Keklak. Ja. Ja. Überlegt sie sich vielleicht nochmal, ob sie sich das weiter antun möchte. Läuft halt nicht so gut, ne? Aber Freitag ist frei, wir haben ein Team-Event am Freitag. Genau, wir haben unser Team-Event am Freitag, da treffen wir uns und essen Dinge. Privat. Privat. Dann am Samstag gibt es Battle Royale Clash. Leon und Chiara. Spielen die gegeneinander oder miteinander? Ich glaube gegeneinander. 12 oder? Bis 20 Uhr? Ja, ich glaube, ja insane, in verschiedenen Battle Royals, wer besser abschneidet oder sowas. Mhm. Ja. Raft momentan pausiert. Die Woche ist kein Platz für Raft gewesen. Ich habe den Plan schon voll gemacht und dann habe ich gesehen, Raft passt nicht mehr. Sonntag, bist du da? Ich streame am Sonntag. Wir machen Game Dev. Ja. Und dann ist Sonntag spontan bei Matteo. Ja, genau. Ich habe spontan Sonntag komplett offen gelassen. Also da könnte theoretisch Raft stattfinden. Vielleicht frage ich die anderen, ob die Sonntag Lust haben. Aber meistens bei Edo ja Sonntag RimWorld, deswegen weiß ich nicht. Gut, und das ist die Woche. So, toll. Dann kommen wir zum Shop. Also im Shop könnt ihr nach wie vor euch umschauen. Da gibt es die Sachen, die ihr da seht, könnt ihr noch bestellen. Allerdings habe ich jetzt eine wichtige Mitteilung, und zwar für die Leute, die schon bestellt haben. Warte, ich lese es einfach vor. Nee. So, also erstmal Punkt 1. Wir haben jetzt extra eine E-Mail-Adresse für Shop-Angelegenheiten angelegt. Das heißt, wenn ihr Fragen zum Shop habt, also was ist mit meiner Lieferung oder ihr wollt was retour laufen lassen oder irgendwas ist nicht so angekommen, wie ihr wolltet, was weiß ich, dann benutzt ihr ab jetzt bitte shop@bonjour.de. Mm. Das ist die E-Mail-Adresse, an die ihr euch jetzt wenden könnt, damit unser E-Mail-Postfach sortiert ist. Dann wichtige Info zu den Bonjour Chill-Klamotten, also die Bonjour Chill-Kollektion. Die Lieferung von schwarzen und beigen T-Shirts und Jogginghosen verzögert sich zum Teil. Da gab es bei der Produktion, gibt es leider Lieferengpässe. Also das, was man die ganze Zeit in den Nachrichten hört, dass es Lieferengpässe überall gibt wegen Corona und Weltwirtschaftskrise, was weiß ich was, hat uns jetzt auch gehittet. Und das bedeutet, die Sachen können nicht wie angekündigt Mitte Juli eintreffen, sondern das wissen wir noch nicht. Oder vielleicht nicht. Also es kann sein, dass es gerade noch so wie angekündigt klappt, also bis Mitte Juli. Ja. Kann aber auch sein, dass es die Woche danach ist oder die Woche danach. Genau. Und alle Leute, die bestellt haben, die werden von Laura aber angeschrieben. Die bekommen nochmal eine E-Mail und werden da nochmal informiert, weil es kann ja sein, dass sie jetzt gerade das Briefing nicht verfolgen. Mhm. Und damit die trotzdem informiert sind, bekommen die natürlich eine E-Mail. Also es kann noch pünktlich kommen, aber es wurde uns gerade gesagt, ey, wir haben Delay. Ja. Ne, ja. Tut uns leid, aber wir können da leider auch nichts machen. Ja, wir haben ja nicht, wir haben keine eigene Produktionspipeline. Wir geben das ja quasi in Auftrag bei den Firmen, die für uns interessant sind. Und manchmal passiert das dann halt, ne? So, dann aber von den hellgrauen T-Shirts und Jogginghosen gibt es noch einige im Shop. Die werden direkt versendet, weil die sind schon bei uns im Lager. Also,
Wenn ihr die hellgrauen T-Shirts bestellt oder bestellt habt, dann werden die direkt rausgehauen, weil die liegen bei uns im Lager schon vorrätig. Die können direkt raus. Also falls ihr da was euch holen wollt oder geholt habt. Diese Hose ist ultimativ bequem. So, und dann steht hier, hat mal Laura geschrieben, und bei der Community bedanken für Verständnis und dass die uns mit dem Shop so fleißig unterstützen. So. Danke für euer danke. Verständnis. Und danke, dass ihr uns so fleißig unterstützt. Vielen Dank. Dankeschön. So, also haben wir es jetzt auch ausgerichtet. Also, wie gesagt, es tut uns leid. Wir sind da genauso frustriert wie ihr, weil wir wollen ja auch, dass die Sachen natürlich bei euch ankommen. Aber yes. Wir können es leider nicht ändern. So, wunderschön. Dann haben wir, glaube ich, all das besprochen, was es zu besprechen gibt. Dann können wir jetzt zu den Subs und zu euren Fragen kommen. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie bitte im Chat an @bonjour. Die sammle ich dann. Und Niklas liest währenddessen die Subs vor. Gesubbt haben heute CC Sonic für 50 Monate, schreibt Yay. Dat Löckchen für 27 Monate schreibt, ich glaube, meine Uhr geht falsch. Marius für 7 Monate, Kagerot für 9. Fischer Glembeck hat für 40 Monate gesubbt. Mortikai mit Tier 3 für 18 Monate. Xein hat für 36 Monate gesubbt. Dante the Ace hat heute neu gesubbt. Willkommen an dich. Held für 66 Monate. Klein Schmidt für 41. Miep Primal für 5 Monate. Lematti für 47. Dark B. Dragon für 42 Monate. Spark One für 13 Monate. Schreibt, Festungssalamander macht Beine auseinander. Jule N. für 16 Monate. Minus 3 Natsus für 64 Monate. Florian für 9 Monate. Grissel für 12. Mimi Chrissy für 11. Schreibt endlich wieder Briefing mit Niklas und Matteo. Rain hat einen Sub verschenkt an Monken Honk. Domi Gonzales für 54. Kriekau hat 5 Subs verschenkt. Sim für 7 Monate schreibt, ist das dieses Briefing? The Fire für 5 Monate. Uffel Kanuffel für 8 schreibt, never gonna give you up. McDrugs für 54 Monate. Samurai für 25 schreibt, wer ist der daneben? Matthias Kappa. Da Hexor hat mich anders gehittet. Da Hexor für 15 Monate schreibt, Bonja schauen entspannt und unterhält mich. Ich hänge noch immer an Matthias, da bin ich überrascht. Mhm. Weiß ich, warum der ist. Bonja schauen entspannt und unterhält mich immer sehr und ich bin froh, hier gelandet zu sein. Die Geogesser Ammann-Episode muss ich aber immer noch verarbeiten, Kappa. Sebus für 15 Monate schreibt, is this burning an eternal flame? Master D für 14. Celestis hat einen Sub verschenkt an Darth Aerials. Sir Knöterich für 21. Small für 55. Mushfried für 29 mit Tier 2. Schreibt, mit diesem Sub erhalte ich 29% mehr Lootlück. Ja. Banebreak für 8 Monate. Stadtdings für 26. Schreibt, ups. Mr. Drakon für 22 schreibt, mein Schokoriegel hängt in Süßigkeitenautomaten fest. Tintenfisch X für 10 Monate, Uneasy Heart für 15 schreibt, Niklas mal wieder ein Briefing dabei, yay. Magus für 2, Novalina für 11, Robinho für 15 mit Tier 2 schreibt, danke für die tolle Unterhaltung, Tag für Tag von euch und von Chat, alles ist immer super. Shadowy für 20 schreibt, ist da eigentlich noch Cola im Kühlschrank? Dr. Hausmeister für 15 Monate schreibt, ich wurde im Karibikurlaub reingelegt, jetzt habe ich eine Topffrisur. Paradan für 14 Monate schreibt, hallo Niklas, schön, dass du mal wieder im Briefing dabei bist. Saroplex für 19, It's Hydro für 12 schreibt, das Jahr ist voll. Kepasa für 6, Wimp C für 35, Crew Style für 10 schreibt, Niklas, wir mal wieder im Briefing, das gibt einen Sub. Lass das dir eine Lehre sein. Margol West für 7 Monate. Gebratener Knödelmann mit Tier 3 für 56 Monate. Deadly Breeze für 3. Rainbow für 28. Big Pete für 16 Monate schreibt, ihr seid eine Bereicherung. Fizzy Bubble für 11 Monate schreibt, ist das dieser Bonschwar? Leraf SC für 74 Monate. Seven Sins of Joy für 8 Monate schreibt, ist noch Cola im Kühlschrank, Matteo? Lemmy Skillmister für 16 Monate schreibt, Lou. Fabionius für 2. Pock für 24, schreibt auf einen weiteren Monat. Jetzt was für die Gehirnzellen. Yoda und Miss Piggy wurden von einer und derselben Person gesprochen. Yoda und Miss Piggy wurden von einer und derselben Person gesprochen. Wirklich?
Passt. Inzuri für 39 Monate. Pity für 12 schreibt. Irgendwas, das mich überhaupt nicht interessiert. Wanted für 7 Monate. Der Joker für 20 schreibt. 20 Jahre sind es schon. Und hier ist euer Lohn. Ihr seid super. Und Chat ist auch immer super. Kleiner als 3. Natürlich mit einem dicken Tier 3 Sub von der Joker. Red Blaze für 38 Monate schreibt. Mathe macht ganz viel Spaß. Lachender Smiley. Scoripi für 10 Monate schreibt. Whoopsie again. Kixer für 19, Cleffy für 2 schreibt Isekai Bonjour ab durch das schwarze Loch. Isekai? Paul für 47 Monate schreibt Hi. Santa Base für 15 schreibt, wird der erste nicht gerade in der USA gebaut? Vielleicht. Vani für 47, Taudi hat neu gesubbt, danke, willkommen. Only Trust für 23, Reaper Fujin für 9, Talantis für 48, Whitehaven für 5 schreibt, ihr seid einfach die sympathischsten. Knobierski für 25, Explosivwoman für 12, ja. Gamer for Life HD für 7 Monate, Reneki für 23 Monate schreibt Gronk. Ey, ich hatte so einen weirden Traum, das kann ich nicht erzählen. Mit Gronk? Nee, ist mir gerade random eingefallen. Erzähl. Also ich hatte einen Sextraum. Und dann sag's nicht mit wem. Ich weiß nicht mehr mit wem. Ja. Und dann war es eine Frau, dann habe ich die Frau ausgezogen und auf einmal war das eine behaarte Männerbrust. Das war richtig weird. Ich weiß nicht, warum ich das erzähle. Ich mach schnell weiter. Hast du weitergemacht, ist die Frage. Nee, hab ich nicht. Und dann bin ich aufgewacht und es hat mich 2 Stunden lang hat mich das wach gehalten. Ich habe mir vorgestellt, die ganze. Und dann bin ich heute Morgen auch wieder aufgewacht und musste an. Hab mir vorgestellt, so eine richtig hübsche Frau und dann ziehst du die aus und dann hat die so eine Männerbrust. Also ist ja nicht schlimm, ne? Also kann man ja drauf stehen, aber ich halt nicht. Und dann dachte ich so. Das war dann richtig, das war so richtig weird. Ich weiß nicht, warum ich das erzähle. So, Aaron the Platypus hat für 11 Monate gesagt. Bims für 57 Monate schreibt, yay. Mere E3 für 47 Monate. Berim für 19 schreibt, Inselwissen, das Wissen um Matthäus Frisur. Axon für 4 Monate schreibt, ist das hier der Ort für Spaß? Alpha OJ für 41 schreibt, Triple M, ab 22 Uhr bin ich dabei. Alles klar, Triple M, warte auf jeden Fall. Raivax hat 5 Subs in den Chat einfach reingeballert. No Leaves für 2 Monate. Yo Low für 6 Monate. Polo Driver für 12. Binary Overdrive hat einen Sub, hat gesubbt. Willkommen und danke. Remagius für 21 Monate. Timo Roger für 43. Vandalismus für 11. Tonino für 67. Fairbit für 49. Schreibt, am liebsten werde ich von Niklas vorgelesen. Theodolf für 33 Monate. Xehantor für 36. Skal.de für 42. Infinity für 46. Crossi für 14. Katkal für 5 Monate. Live Ends Here für 9 Monate. Schreibt, I wanna be daylight in your eyes. I wanna be sunlight only. Warmer? Wirklich? Warmer? Gino. Ich bin jetzt übrigens im selben Ort angemeldet für Sport für Gino, ne? Und ich versuche immer jetzt mit Gino Sport zu machen, aber der hat nie Zeit. Ist er überhaupt nicht hier, oder? Doch, das ist in Deutschland. Ach, so krass. In ein paar Monaten. Okay. Das ist Oktober. Bup. Kannst du in mein Studio einladen? Nee. Royal 0815 hat für 60 Monate geswappt, schreibt, macht weiter so. Van Distel für 2 Monate schreibt, wuhu. Schimpf für 15 Monate schreibt, Gronk. Fleck für 48 schreibt, was sind 4 Jahre in Sekunden? Der Parzival für 11 Monate schreibt, ist die Chillhose von innen flauschig? Flauschig. Nee, flauschig nicht. Die ist weich. So normale Joggen. Ja, einfach normale. Also schon so ein bisschen, ist ein bisschen anders, schwer zu beschreiben. Irgendwie, ja. Aber, nee, flauschig nicht. Ja. Abby Monty für 37 schreibt, Matthäus noch Cola im Kühlschrank. Dr. Dirty Day für 6 Monate schreibt, wurde wieder reingelegt. Slowmo für 9. Dr. Isa Haus für 9 Monate schreibt, Bonver Baby vom Bonver Chef vorgelesen. Mordecai hat 5 Subs in den Chat reingeballert. Lord Zomat für 6. Molon Labe Lape für 11 Monate. Mermaid für 26. Haldau Dai Kenzo für 12. Schreibt, wer sind die beiden hübschen Männer? Eagle für 12 schreibt, Sleberischkoi Schlotzer. Maimeister für 61 Monate schreibt, wubub. Priat für 11 Monate. Freue mich auf meine beige Jogginghose. Kai für 34 Monate. Frau Andetzky für 13 schreibt, ich möchte, dass sich Matteo von diesem Sub professionell die Haare bei einem Friseur schneiden lässt. Zonox für 6 Monate schreibt, und wunderschön. Sajimba für 14. Amelens Linsky für 8. T4HX für 6 Monate. Schmidde für 70. Pumpengeorg für 46.
Tinnitus für 9 schreibt, liebe geht raus an euch schönen Menschen. Quint hat heute neu gesubbt, willkommen an dich. Blackie für 26 Monate schreibt, 26 Monate, danke für die Unterhaltung. Dios Voldo mit Tier 3 für 5 Monate schreibt, bester Twitch-Kanal. Detektiv Mittens für 16 schreibt, versautes Zeug, worauf ich privat antworten werde. Okay. Schneebarus für 20 Monate schreibt Gronk. Agent Smith für 29. Spell Reaper für 18. Der hat mich überrascht. Spell Reaper für 18 Monate. Blockbuster HD für 52 Monate schreibt That's the way I like it. Scheiße. Ja? Ich bin hängen geblieben. Dromigo für 45, Hellion für 42 schreibt die Antwort auf alles. The Nighty für 11 schreibt komisches Zeug. Freima oder Freema für 7. Marco nur noch 15 für 32 Monate. Bossmann Drummer für 11 schreibt Hallo. Zerberste Affenklaus für 12. Kali Märschen für 6. Eisenheim für 12 schreibt kleiner 3. Both Months für 56 schreibt, macht seit 56 Monaten keinen Karibikurlaub. Flow TF für 5 schreibt, kleiner 3. Inateros für 12 schreibt, oha, Jahrestag. Haru Spex für 46 schreibt, wann Karibikurlaub. Klicks.de für 7. Nox3 für 25 schreibt, Prime is not a crime. Kiranra für 13. The Force für 5 schreibt, White Gino appeared. Magenta EU West für 19 schreibt, ich schaue Matteo gerne zu, wie er Sachen streichelt. Blackbird für 9 schreibt, ist das hier die Abo-Falle? Tadianka für 2 schreibt, Blub Kiwi für 38 schreibt, danke für die gute Unterhaltung. Pupsen hat 5 Subs verschenkt. Boom. Polar Eis für 11 Monate schreibt, ui, kleiner 3. Modulation für 18 schreibt, moin. Alex NDR für 17. Pickle Rick hat mit T2 für 16 Monate gesubbt, schreibt, Liebe geht raus an Chat. Bolan für 44. Ready Red Grave für 16. Real Choppy hat heute neu gesubbt, willkommen. Deftik für 45 Monate schreibt, ihr macht mich arm. Kreuz für 6 Monate schreibt, da ist noch Cola für Matthias. Scheiße. Warum muss ich darüber denn lachen? Stop it. Stop. Klausko mit hier 2 für 62 Monate. Luandros für 75 schreibt, schon fast so alt wie Matteo. Und Lisanti hat neu gesubbt. Willkommen und danke. Danke für eure Subs. Danke, Leute. So, dann kommen wir zu den Fragen. Amateur-Ikone fragt. Ja, Matteo, du weißt, was kommt. Bonja bestellt diese Woche. Also Amateur-Ikone, ne? Ich weiß, du liebst Bonja bestellt, aber wir sagen den Plan ja für die Woche schon davor. Das heißt, da weiß man schon, dass Bonja bestellt die Woche nicht ist. Du kannst nur für die Woche darauf fragen, aber es ist auch nicht geplant. Und es wird noch gefragt, vielleicht hat Niklas auch Bock auf Dönschwar. Aber ich glaube, Niklas hat gerade keinen Bock auf Dönger. Gar nicht. Aber ich kann schon mal sagen. Oh, jetzt committest du dich, oder was? Soll ich? Ja, ist deine Entscheidung. Nee, sag ich nicht. Ja. Analoge Schimmelflecken fragt. Analoge Schimmelflecken? Wird Matteo irgendwann die Stanley Parable Deluxe-Version spielen? Hatte ich ja mal vor, aber gerade nicht. Vielleicht, wenn ich mal nicht weiß, was ich zocken soll. Also vielleicht in den nächsten Wochen, ich weiß es nicht. Mukoso fragt, wird Portal mit Donny noch weitergespielt? Ja, ich habe Donny gefragt, ob er nächste Woche Zeit hat, aber er meinte, so weit im Voraus plant er nicht. Und deswegen kann er es mir noch nicht sagen. Das heißt, vorhaben es schon, aber es gibt noch kein festes Datum. Bachetski fragt, hat die Eidechse aus dem Bondra-Game eigentlich einen Namen? Eidechse, okay. Also nein, wir haben noch keinen Namen für irgendwas. Ratatoescro fragt, gehört Turi jetzt zum Game Dev Team? Ja. Minex fragt, mal wieder Lust auf The Hunter. Ich habe gesehen, es gab ein Update, bei dem man auch angeln kann. Deswegen habe ich gedacht, ich gucke mal da wieder rein. Aber selbes Problem wie bei Stanley Parable, gerade keine. Ich habe gerade so viele Spiele, auf die ich Bock habe. Deswegen, die hebe ich mir alle auf, wenn ich dann mehr Freiraum habe. Also der Hunter könnte auf jeden Fall nochmal kommen. Michero Senpai fragt, das ist ja genau dieselbe Frage wie vorhin. Glumanda fragt, ist bei euch geplant, das schwerste Jump-and-Run-Game der Welt, Project Name, anzuspielen? Wir haben das bereits angespielt letzte Woche. Einmal ich kam bis zum ersten Checkpoint
Und Leon hat es auch angespielt. Der kam, glaube ich, weiter. Der kam zum zweiten Checkpoint. Ich werde es aber nicht mehr spielen, weil es war ganz witzig, aber es ist jetzt auch nicht so. Ach, das war das Spiel mit diesen Plattformen, was genau, wir gesehen haben? Genau. Das ist von einem YouTuber gemacht, das Game, der das irgendwie so in einer Nacht programmiert oder so. Ach so, ich dachte, das Spiel von dem YouTuber wäre das andere mit dieses Speedrun-Game, wo du auch eine Waffe in der Hand hast. Nee. Das von dem YouTuber ist dieses ganz simple, wo du nur so Plattformen hast und so Hindernisse. So mit Spikes und Plattformen. Genau, ja. Und der hat gesagt, die ersten drei der Rangliste oder die ersten drei, die es durchspielen, bekommen 500 Euro oder sowas. Rudi fragt, wann bubert's legal? Da müsst ihr unseren Bundeskanzler fragen, glaube ich. Noch in dieser Legislaturperiode, habe ich gehört. Der Kali fragt, jetzt wo Turi bei den Bonjour Game Studios arbeitet, wird sie hier endlich zum Mod befördert? Das habt ihr falsch verstanden. Die Leute, die hier Mod werden, das ist eine Bestrafung. Das ist keine Beförderung. Fiandus fragt, wann spielen Donny warum, und du den warum wird Everytime T bestraft? Was hat er verbrochen? Der war sehr unartig. Der hat immer schlimme Sachen im Chat geschrieben, deswegen hat er bei uns Mod bekommen. So, wo war ich denn jetzt gerade? Genau, Portal habe ich schon gesagt. Julia fragt, spielt einer von euch ab Dezember Hogwarts Legacy? Ich nicht. Also ich habe es nicht geplant. Auch nicht. Ja, vielleicht Leon, das weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Wuppi-Tack. Was ist jetzt eigentlich mit Harry Potter? Ist das jetzt gecancelt, weil irgendwie die Autorin hat irgendwie gesagt, was war irgendwas mit Trans? Ist für sie nicht okay oder was? Ja, transfeindlich. Ist das so schlimm oder wurde das jetzt aufgebauscht vom Internet oder was? Also verstehe ich nicht. Und muss man deswegen jetzt Harry Potter hassen? Also wenn man, ich raff das alles nicht. Ich weiß, ich bin da, steck da nicht drin, aber da. Ich auch nicht, ey. Ich jetzt kein Harry Potter Spiel spiele, muss ich dazu auch keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wuppitag fragt, keine Montagslobby auf der LAN? Nee, wir haben Dalu eingeladen zur LAN, wir wollten, dass er kommt, aber zu der Zeit kann Dalu nicht. Ja, Dalu kann leider nicht. Und deswegen wird es auf der LAN wahrscheinlich keine Montagslobby geben. Und ja, wir haben auch verschiedene Termine gesucht, wo halt möglichst viele können. Ja. Und wir haben halt einen Termin, wo alle können und Dalu kann leider nicht. Das ist halt leider so. Man kriegt, aber das, wir sind lucky, dass wir überhaupt einen Termin haben, wo so viele können. Ja. So, dann. Alle anderen Termine, wir konnten nämlich drei oder so. Red Zukram fragt, wann gibt's wieder ein Keckweh mit Fun-Videos? Den Channel haben wir, glaube ich, wieder eingestampft, weil ich niemals lache über so Videos, deswegen hat es sich nicht gelohnt. Vielleicht machen wir das mal wieder so, aber ohne die Mundharmonika. Die habe ich jetzt zum Trainieren ja benutzt. Pleitegeier fragt, Matteo, schaffst du es, Trilux im Armdrücken zu besiegen? Ja, denk schon. Also ich habe ja, also ich glaube, Trilux ist schwächer als Varion. Viel schwächer sogar. Ja, Glavarion ist aber auch eine Maschine. Varion ist halt der Schaufelbagger. Der hat so eine krasse Grundstärke. Ja, und der trainiert ja auch. Ah, okay. Ich glaube, Trilux ist einfach nur groß und das war's. Ja, Trilux macht der aber auch jetzt länger schon richtig Sport, aber der macht Sport, Ausdauer. Der macht keinen Kraftsport. Hat doch ein bisschen, der hat ein bisschen mit Krafttraining auch angefangen, so aber nicht so, so, nicht so extrem. Oder so, aber ja. Nee, der, easy. Der pumpt nicht so hart Gewichte wie Varion. Easy, ich sag Trilux, da komme ich nicht mehr ins Schwitzen. Brains Cucumber fragt, welches Fleisch auf Döner? Also wenn ich mir Döner hole oder als ich noch Fleisch gegessen habe, Kalb. Ist jetzt gar kein Fleisch mehr? Seit 2 Wochen erst, aber ja. Aber in den Döner würde es noch reinbeißen, oder? Ich habe gesagt, ich kaufe kein Fleisch mehr, aber wenn ich irgendwo bin und jemand bietet mir Fleisch an, dann würde ich es noch essen. Was bringst du zum Grillen mit? Einen Nudelsalat. Ja. Der ist ja komplett vegan sogar. Aber willst du auch was grillen? Kein Fleisch. Ich habe eine insane vegetarische Wurst gegessen letztens. Von was für einer Marke war die? Habe ich vergessen. Aber die hatte jemand zu Hause und hat gesagt, ey Niklas, ich habe die krasseste vegetarische Wurst. Das klingt irgendwie ein bisschen, also nicht sexuelle Wurst, ne? Sondern eine zum Essen. Schon klar. Kein Penis. Penis kann man aber auch essen. Kannst du theoretisch auch essen, aber es ist irgendwie komisch. Eigentlich runterschlucken halt, aber ja. Stop! Du hast angefangen, nicht ich.
Ja, ich wollte es nur klarstellen. Ja, was war das für eine Wurst jetzt? Ich habe vergessen, was das für eine Wurst war, aber die war sehr lecker. Oh, scheiße. Aber weißt du zumindest... Die Wurst werde ich auch mal reinbeißen. Sollte es so eine Fleischwurst sein oder Salami oder was das war das? Das war so eine... Die sollte Bratwurst. Ja, eine Bratwurst. Ah. Und so, die muss ich nochmal fragen, weil die war richtig lecker. Ey, weil sowas würde ich ja mitbringen. Weil so ich vegetarische hätte Bratwurst. Genau, weil ich hätte jetzt eher so gedacht, weil ich probiere gerade ganz viel so Käse aus, Simply V und den Better-Käse. Ja, hast du schon Käse? Weil Käse könnte ich... Ich esse halt so gerne Parmesan. Ja, da wirst du keinen Ersatz finden, der rankommt am Parmesan, meiner Meinung nach. Ich habe halt immer gerne auf meinem Essen oben so ein bisschen Parmesan drauf. I know. Also der Better-Käse, der ist halt so wie so ein in Lake eingelegter Feta. Mhm. Aber man merkt halt schon, dass die Basis Kokosfett ist. Also es ist nicht... Er ist nicht schlecht, aber es ist jetzt nicht perfekt. Mhm. Ich habe mir jetzt so einen Simply V-Käse geholt, den man in der Pfanne macht. Und den werde ich heute Abend essen wahrscheinlich. Vielleicht der ganz geil. Ja. Ja. Und ich hatte am Wochenende veganen Fleischsalat. Und das, ich bin kein Riesenfan von Fleischsalat, aber... Aber wie kann das Fleisch sein, wenn das vegan ist? Ja, und das Krasse war... Heißt nicht Fleischsalat dann. Ja, ich weiß. Das Krasse war wirklich, der Fleischsalat, der hat einfach genau wie Fleischsalat geschmeckt. Das heißt, das spricht nicht für einen echten Fleischsalat gerade. Aber Fleischsalat könnt ihr schon komplett nachmachen, dass er genauso schmeckt. Nee, jetzt lasse ich mir nicht auch noch mein Fleisch klauen. Ja. So, nächste Frage ist, Renelki fragt, wo gibt es das beste Eis in Hamburg? Müsste Niklas fragen, der ist Experte. Also es gibt sehr viele gute Eis in Hamburg. Die Marke vergessen leider. Warte. Die Marke vergessen, es tut mir leid. Kurz. Ich sag dir zwei. Also einmal gibt es der Lucella, den gibt es in der Osterstraße und St. Pauli gibt es den auch. Die machen ihr Eis komplett selbst und auch so richtig Experimentiersorten. Die sind richtig geil. Und dann muss ich noch mal kurz gucken, wie die heißen. Ach, guck mal, hier ist ein Ersatz für Dings. Da stand gerade, in Italien hat man früher als Ersatz für Parmesan, weil der teuer ist, haben die Weißbrot trockenes gehobelt, geraspelt und das in der Pfanne angebraten, scharf und mit Salz. Und dann haben die das über die Nudeln gemacht. Hier, okay. Oehlers Eispatisserie. Das kam nicht an, Leute, der Tipp ist Oehlers Eispatisserie, der ist insane gut. Okay. Oehler, Oehlers. Eispatisserie. Yes. Die sind richtig geil. Vanomis fragt, wann gibt's mal wieder DLDU, wenn ich wieder Bock auf Dark Souls bekomme? Kann euch nicht sagen, wann das ist. Aktuell ist es nicht so. Chris60 fragt, wie ist das bei Events wie Dodgeball oder PS Golf? Wird Leon da direkt angefragt oder Bonja und ihr schickt einfach Leon beziehungsweise den, der am meisten Bock hat? Also die Anfragen kommen normalerweise an Bonja. Ab und zu wird nach bestimmten Leuten gefragt, dann sagen die wollen X oder Y und dann gucken wir bei uns im Team, wenn Bonja allgemein angefragt wird, fragen wir, wer hat Bock, dann macht die Person, dass die Bock hat. Wenn jemand Spezielles angefragt hat, wird gefragt, dass die Person Bock und wenn die keinen Bock hat, dann... Dann fragen wir, die Person hat keinen Bock, aber genau. Die Person hat Bock. Genau, also relativ locker, ja. Ja, also eigentlich, wer motiviert ist, was zu machen, der macht das. Genau. Jelly fragt, Leon hat doch die 3-Mann-EFT-Runde vorgeschlagen. Wäre das nicht perfekt für Niklas, Leon und Matteo? Ich guck nur ein bisschen zu. Ja, und Leon streamt doch gar nicht abends. Und ich werde auf keinen Fall vormittags oder mittags streamen. Deswegen wird es auch schwierig von den Zeiten. Ich hatte Leon schon mal gefragt, ob er Bock hat, aber er meinte, abends auch schwierig bei ihm. Duke0815 fragt, wann darf man euch knuddeln? Gar nicht. Nie. Niemals. Auf keinen Fall. CrossyLP fragt, wieso bekommt man bei euch Werbung, also eine Pre-Roll, vor dem Stream, wenn man reinkommt, obwohl man Sub ist? Bei anderen haben Kanälen. Haben wir so eingestellt. Wir wollen Geld weil wir Geld geil finden. Ja, bei anderen Kanälen fällt die Werbung weg. Also ist es bei uns eingestellt oder ist es bei allen so? Das ist bei allen so. Ich glaube, der Pre-Roll, den kann man gar nicht beeinflussen. Das macht Twitch selbst. Wenn ihr gar keine Werbung haben wollt, dann Twitch Turbo am besten. Oder ihr guckt YouTube. Los Knallos fragt, Meinung zu neuen Cola-Deckeln, die sich nicht mehr vernünftig abschrauben lassen von Flaschen. Ich habe da keine Meinung zu. Ich kenne die nicht. Kennst du die? Was nochmal? Meinung zu neuen Cola-Deckeln, die sich nicht mehr vernünftig abschrauben lassen von Flaschen.
weiß nicht mehr genau, worum es geht. Ich verstehe nicht meinen Satz. Adi Buschu fragt, wann kommt endlich der Fastfood-Guru zu Bonjour vergleicht? Da müssen wir ihn erstmal einladen. Lade ihn nochmal ein jetzt. Nee, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn der Fastfood-Guru sieht, wie ich hier im Stream immer rede, dann, dass er nicht mehr kommen will. Aber vielleicht guckt er dich ja schon. Nee. Meinst du nicht? Nee. Ich habe ja hier Karten von ihm bekommen. Bist du jetzt berühmt? Bei ja. Von ihm unterschrieben. Ist wirklich von ihm? Ist kein Joke. An dich geschrieben? Ja, also wir haben Leute ihn unterschreiben lassen für mich. Ich habe auch 3 Videogrußbotschaften von ihm bekommen. Aber die haben die den Auftrag gegeben bei ihm, oder ja, was? Ja, genau. Also er weiß aber gar nicht, an wen das geschickt wurde. Nee, weiß nur Matteo. Bist du sicher? Vielleicht weiß er es auch und tut nur so. Nee, also wieso wurde mir das gesagt? Hat er schon mal irgendwie, der hat doch schon mal Bonjour gegrüßt, oder nicht? Stimmt. In einem Video. Ja, aber weil wir haben ja ein paar Videos von ihm so gepusht, wo wir so die geliked haben. Also der Chat hat die dann so geliked. Ja. Und dann hat er so gesagt, oh, ich hatte irgendwie so voll den krassen Like-Boost auf irgendeinem Dings. Und es kam scheinbar durch die Bon Jovi-Fanclub. Ah, okay. Ah, ich erinnere mich an den Clip. Der glaubt, wir sind so ein Bon Jovi-Fanclub. Ja. So, dann nächste Frage. Also wie gesagt, wissen wir noch nicht. Crowbar fragt, warum diese Woche rein Raft, also kein Raft. Wie gesagt, vielleicht Sonntag, aber wahrscheinlich eher nächste Woche oder so. Get the Gun fragt, bester Snack? Boah, Nüsse. Niklas, bester Snack? Ich snack nichts mehr. Trockenobst habe ich jetzt für mich entdeckt. Ja? Geil, ja. Echt? Und zwar die gemixte Packung mit Aprikosen. Aber ohne Zucker oder? Ja, einfach so, einfach Trockenobst. Echt lecker. Gibt's bei. Ich snacke wirklich nichts. Einzige, was ich du so snackst auch Nüsse. Ja, aber die habe ich in meinem Obstsalat. Ach so. Und Parmesan? Tue ich. Snackst du? Nee, habe ich aufgehört. Echt? Ja. Das ist schwierig. Also wenn ich Parmesan so einen Block sehe, muss ich reinbeißen. Ist bei mir, ich habe das unterbunden, weil ich wollte ein paar Kilo abnehmen dieses Jahr. Und da habe ich das gecuttet. Ah, okay. Als erstes. Vom Borrega, das Dankeschön, das ist aber keine Frage, Borrega, Dankeschön. Alpaka. Matteo, was ist mit Stanley Parable? Habe ich schon gesagt. Und warum machst du denn beim Fall Guys Hype nicht mit? Ich habe ein bisschen zugesehen, habe gesehen, da sind echt coole Level dabei, aber weil irgendwie jetzt jeder Fall Guys gespielt hat, dachte ich, ich muss jetzt nicht auch noch direkt spielen. Deswegen habe ich es irgendwie erstmal gedodged. Vielleicht spiele ich es mal wieder oder so. Aber jetzt gerade so. Wird jetzt Fall Guys das neue Among Us gerade so ein bisschen? Gab es dieses große Amman-Turnier? Genau, und davor war es ja auch schon ein bisschen. Genau, also wird das jetzt nochmal richtig gehypt? Also, oder ist das jetzt nur, geht das jetzt schon wieder runter? Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, es füllt gerade eher eine Lücke, weil es gibt gerade nicht so ein Game. Ist gerade das meistgeschauteste Game auf Twitch, aber nicht so super krass im Abstand. Aber ja, ja. Ist gerade auf Platz 1. Also ich könnte mir mal wieder vorstellen, das zu spielen. Also jetzt aber. Jetzt gerade im Moment nicht. Elvon MF fragt, Matteo, wann machst du KeckW? Achso, das ist, ja, haben wir vorhin auch schon gesagt. Ich weiß nicht, wann wir das nochmal machen. Wir hatten ja gesagt, mit der Mundharmonika funktioniert es nicht so gut, weil ich nicht lache. Rufstar, arbeitest du schon an den 90 Kilo oder geht es gerade eher auf die 100 zu? Ich bin gerade irgendwo so im Zwischen. Es ist gerade irgendwie ganz schlimm. Ist aber auch schon ein bisschen Fettshaming jetzt, oder? Naja, ich habe ja gesagt. Oder Body-Shaming. Ja, aber ich habe ja gesagt, dass ich am Gewicht arbeiten will. Bei mir ist aber gerade so, weil ich ja Ernährung jetzt umstelle und ganz viele neue Sachen ausprobiere, die Fleisch Theo ersetzen. Du kannst immer wissen, ich liebe dich so, wie du bist. Musst dich nicht verändern für mich. Das freut mich. Ja? Das ist schön, ja. Musst nicht auf das hören, was die anderen dir sagen. Richtig, aber ich. Ich nehme dich immer so, wie du bist. Danke. Aber. Irgendwann ist vielleicht. Ja, jetzt! So, irgendwann ist vielleicht doch ein bisschen zu viel. Varon fragt: Matteo, wirst du wieder bei GeoGuessr absichern? Kappa, ich sichere wieder ab bei GeoGuessr, ja. Thomas380TE fragt: Ist denn jetzt noch Cola im Kühlschrank? Es ist noch eine Flasche da und ich werde sie heute vielleicht bei EFT benutzen. Wer Rennie vielleicht? Wie geht's dem Nacken? Ist noch verspannt auf der Seite. Ich kann nicht schnell nach links oder rechts gucken. Dann, wir machen noch 3 Fragen, okay? Lucky98 fragt, Niklas, planst du auch eventuell Inspirationsrunden mit dem Chat zu machen? Könntest du dafür, wenn du möchtest, einen Spot im Plan machen, damit dann möglichst viele Leute mit kreativen Ideen da sind? Sorry, Chat, aber ich brauche keine kreativen Ideen von euch. Ich habe Andi und Turi. Andi und Turi haben zusammen mehr kreative Energie als sie alle zusammen.
Das musste ich, das ist halt leider so. Das müsst ihr akzeptieren. Ja. So, Nacktbacke fragt, kannst du schon sagen, wann du vielleicht Project Lazarus spielst? Will nicht drängeln, willst aber auch nicht verpassen. Oh, Leute, ich kann es gerade nicht sagen, weil heute Abend ist ja Tarkov. Davor kriege ich es, glaube ich, nicht hin, weil wir haben jetzt schon 21 Uhr. Ich muss gerade überlegen, aber ihr habt manchmal auch gute Ideen, das stimmt. Manchmal habt ihr wirklich gute Ideen. Vielleicht gibt es eine Phase, wo du mal Ideen wieder suchst. Dann kannst aber du ich ja brauche, also wenn ich Ideen gerade brauche, wirklich, dann wende ich mich an Turi und dann Andi. Mhm. Das funktioniert einfach, das ist einfach. Aber manchmal habt ihr auch eine gute Idee, Chat, ne? Manchmal habt ihr auch eine gute Idee. Ja. Hä, wieso? Ich habe keine guten Ideen. Ich sage auch, ich habe keine guten Ideen. Ne? Also, ich habe keine guten Ideen. Sodomaniac fragt, Matteo, was für Nahrungsmittel nimmst du nun dauerhaft? Was ist damit gemeint? Wolltest du Nahrungsergänzungsmittel nehmen? Vitamin D, das war's. Cola. Und Cola, ja. So, dann letzte Frage jetzt, dann sind wir fertig. Wenn ihr in eurem Leben nur noch eine Band hören dürftet und sonst gar keine Musik mehr, wäre es eher Rammstein oder Cypress Hill? Kate Bush. Ganzen Tag. Kate Bush. Ganzen Tag pumpen. Wer ist das? Kate Bush. Ja. Running up that road. Ah, ja, okay. Running up that building. Ja, das ist gut. Bei mir wäre es wahrscheinlich Justin Bieber. So, das war's mit diesem Briefing. Wir entlassen Niklas in den Ruhestand. Mich schon wieder entlassen, Chef. Ja, raus. Raus. Und das war's mit dem Briefing. Bleibt dran, das geht weiter mit mir. Guck mal, ich hab Spider-App. Ach, es ist gerade passiert. Nee. Ah, ja. Nee, sag mal. Ja, jetzt gerade. Nee. Doch. Nee, schon länger. Aber ist jetzt noch krasser geworden. Ist mir noch ein zweites Mal raufgefallen. Ich hab so eine Hülle, die sieht ultra hässlich aus. Ja, deswegen, aber ich bin immer zu eitel und dann hab ich Spider-App. Guck mal, die hat...